Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Hugo und ich labern schon seit Ewigkeiten darüber, wer von uns der bessere Gamer ist. Hugo sagt, er ist es, ich sag, ich bin es. Und heute wird es für alle Male endlich geklärt. Das Format ist das folgende. Wir haben 17 Games vorbereitet, wo das erste Game einen Punkt bringt, das zweite Game zwei, das dritte drei und so weiter. Und wer als erster 77 Punkte hat, hat gewonnen, weil ab da kann mathematisch gesehen der andere nicht mehr gewinnen. Außerdem spielen wir um 1000 Euro und trust me, am Ende gab es einen unfassbar kranken Twist. Es ist einer der heftigsten Olympiaden, die wir jemals aufgenommen haben. Also dementsprechend viel Spaß mit dem Video und wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und jetzt Abfahrt mit dem Video. Okay, es rollt, es rollt, es rollt, es rollt! Okay, das erste Game, Ladies and Gentlemen. Oh nein. Oh, obwohl, ist eigentlich gut. Ist eigentlich gut, ist eigentlich gut. Weil das bringt nur einen Punkt und Hugo ist besser da drin. Ja, Digga. Okay. Okay, wir spielen jetzt dieses, wie heißt die Scheiße nochmal? Ich glaube, es heißt nicht Dropdown. Wie heißt das, Chat? Dropshot. Dropshot, ja, das. Ja. Dropshot, eine fucking Runde. Eine Runde nur? Eine fucking Runde. Was? Ist das Unlimited-Ding? Was heißt nee, ah, nee, das fühlt sich auf, ne? Der Boost, meine ich jetzt. Ja. Oh, und shit. Direkt schon mal das erste. Jawohl. Oh, Digga. Oh mein Gott, was? Ja, ich glaube, das ist ein Game, wo Hugo weitaus besser ist, aber das kommt mir ganz zugunsten. Weil. Easy safe! Okay, no Moment. weil es bringt nur einen Punkt. Oh mein Gott, ja, RIP. Digga, du bist viel besser. Du bist gerade viel besser als Basti, what the fuck? Basti ist so heavy Arsch in dem Game. Ach du Ratte, Digga. Scheiße. Digga, meintest du nicht, du bist nur irgendwie Platin oder so? Oh, scheiße, Digga. Oh, ja, bin Gott. Ich auch. Oh, Gott. Okay, es ist... Oh, Bro, es geht nur um iPhone. Es geht um iPhone. Das ist easy, das ist easy. Ja! Okay, okay, die Runde ist pretty much gone, Alter. Scheiße. Nein, hey, Digga, ich gewinne... Retalk, du bist... Also, dass du überhaupt denkst, dass du diese Olympiade gegen mich gewinnst, ist krass. Was denkst du, gegen wen du hier gerade spielst? Gegen ein Opfer, Digga. Was soll ich sagen? Guck mal, wie ich dich ficke gerade, ja, Digga. Ja, in dem Game bist du echt gut, muss ich dir lassen. Aber das war auch dann das letzte, glaube ich. Boah, Digga, Filme. Und 3-0. Will ich aufgeben? Ich surrender, ich surrender. Ja, 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 ich surrender. Ja! Ich surrender, ich surrender. Next one, next one, next one. Oh, 1-0 für mich. Boah, ich finde mich so geil gerade. Ja. Oh. Ich hol mir auch noch mal ganz schnell ein Wasser, Bro. Ich bin gleich wieder da. Ja, mach das. Hättest vielleicht auch eine Flasche für Bottleflip holen sollen. Ich schreib mal alle, wenn er reinkommt, dass sein Mikro gemutet ist. Wait, hört er mich? Hat er beides Headset? Digga, wann kommt endlich Kevin? Wann kommt Kevin endlich? Oh mein Gott. Ist der Gag jetzt, dass du gesagt hast, dass die schreiben sollen, dass ich mute bin? Das ist ja der schlechteste Prank ever, Digga. Ah, Kevin ist auf Toilette, ich check. Der ist ja so schlecht, ist das scheiße, Digga. Ist das scheiße. Digga, wie lange ist der pissen? Du Sohn. Okay. Okay, okay, okay. Wir rollen den nächsten, wir rollen den nächsten. Okay, Game Nummer 2 um 2 Punkte ist... Ein Game Marbles. Oh ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das sind die... Oh, das ist sehr gut. Das, oh, das ist die Lucky Games raus. Nee, das ist nicht gut. Ein Rennen, alles ist randomized. Welche Kugel am Ende als erstes unten ankommt, bekommt 2 Punkte. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alright, let's fucking go. Alright. Okay, okay, jetzt ist... Das hat noch gar nichts zu bedeuten hier. Ja, war hier, Digga, beim ersten ist ich schon... Hey, was machst du? Ja, ich hab kurz Cheatcode eingegeben. Ey, du bist vorne, Digga, ich schwöre, easy, das ist scheiße. Easy, easy. Aber ich hab... Schön. Digga, das ist kacke. Schön. Oh, aber das ist aber noch knapp. Okay, meine geht vielleicht jetzt erst rein. Ja. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Was machst du? Ich versuche zu fliegen, das geht aber nicht. Ich bin irgendwie stuck. Ah, jetzt. Okay. Okay, ich bin vorne, ich bin vorne. Okay, ich geh rechts, rechts ist schneller.
Mhm, Bro, das ist so eine scheiße Retalk. Ich find's auch geil, dass wir rausfinden, wer der bessere Gamer ist, und wir spielen das hier. So eine Scheiße, Digga. Okay. Mann, wie scheiße, wie weit vorne du bist! Schön, weiter, weiter, weiter. Bro, ganz kurz, kommt bei der Map doch irgendwas, wo man lucky sein muss oder gar nichts? Ja, 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 gleich kommen so Bounce Pads und die entscheiden richtig krass. Okay, und jetzt der Boost? Krasser okay, Boost, Digga. Hier kann man jetzt ein bisschen reinscheißen. Das kann jetzt Geldschütze sein. Oh mein Gott, clean! Clean! Bruder, ich auch clean! Fick dich! Okay, jetzt hier. Schön jetzt. Ah, oh, nicht hängen bleiben in die Mitte. Schön! Ja. Schön, ist mir das reingefallen? Was? Nein, das ist so. Real Talk, das ist zu viel. Da ist zu wenig! Oh mein Gott, du bist so langsam, Bro. Eine Zeitekugel von mir überholt dich auch gleich noch. Oh mein Gott, so Arsch. Oh, never mind. Bro, ich glaub, deine ist actually vorne. Ich bin weiter hinten! Deine ist actually vorne. Ich bin weiter hinten! Oh mein Gott, deine droppt zuerst, glaube ich. Obwohl, ne, ich glaub. Oder? Oh, doch, du droppst zuerst. Oh mein Gott, okay. Ja, du bist vorne. Scheiße. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommt nochmal ein Splitter. Ja. Das könnte nochmal alles entscheiden. Nice, ich hab glaube ich ein bisschen mehr Speed. Ja, du hast besser. Du hast mehr Momentum. Ja, da ist hängen geblieben! Da ist hängen geblieben! Let's go! Okay, jetzt nicht choken. Boom! Easy fucking going! Meines auf der 1. Let's go! Easy 2 Punkte! Spoiler dich. Oh nein. Och, Digga, nein. Oder gut, dass das aber auch jetzt kommt, Alter. Gar kein Bock okay. Auf die Scheiße. Also, wir werden uns jetzt, falls ihr Infinite Craft nicht kennt, ich denke, ihr kennt's, aber falls nicht, im Grunde ist es ein Game, wo wir verschiedene Sachen zusammenpacken können. Zum Beispiel Wasser und Feuer, dann kommt halt Steam raus und so weiter. Wir werden das machen, komplett resettet, komplett von vorne, werden uns gleich ein Wort überlegen. Und wer als erster das Wort fertig hat, gewinnt. Schokolade. Chocolate. Ja, okay. Ja, okay. Okay, das Wort, was wir suchen, ist Schokolade. Ladies and Gentlemen, wer als erster fertig ist, hat gewonnen. Marco? Chat nicht erlaubt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Chat nicht erlaubt. Auf ein faires Match. Zähl runter. Auf ein faires Match. 3, 2, 1, go. Alright, good luck. So, alright. Wir versuchen Schokolade zu machen. Wir machen erstmal die Stani-Sachen. Ich mache erstmal eine Menge, damit wir ein bisschen was zur Auswahl haben. So, wir machen nochmal Feuer und Feuer zusammen. Wind und Wind zusammen. Erde und Erde zusammen. Eruption. Regen. Wir haben Scheiße. Oder Schlamm. Clay. Pottery. Vase. Flower. Lily, Pound, Lake, Ocean. Okay, wir kriegen gerade richtig wieder Fisch. Fischbowl. Okay, das ist guter Progress. Wir brauchen irgendwie sowas wie Essen oder so. Wir könnten irgendwie bei Flower versuchen festzuhalten. Garten, Park, Forest. Ich Bruteforce gerade einfach, aber ich glaube, das ist die Strat. Regenbogen, Lake, Ocean, Meerjungfrau. Wie komme ich denn auf Schokolade am besten, Digga? Okay, wir versuchen mal Gold, okay? Goldbar. Oh, Goldbar, vielleicht Bar, Chocolatebar? Nee. Money, okay, wir haben Geld. Boah, wie komme ich an eine Kuh ran? Kuh, ich brauche halt, also Milch wäre halt gut. Aber, na. Vielleicht ist das auch der falsche Play. Boah, ich frag mich, wie weit Hugo gerade ist, Digga. Ich muss auf jeden Fall aufhören mit diesem Wassershit, Bro. Das bringt mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie von. Vielleicht komme ich irgendwie auf Toblerone oder so, Digga, aber ist auch ein bisschen random. Ey, Bro, wie läuft's gerade bei dir? Digga, absolut beschissen, Bruder. Bei mir auch. Auch meine Facecam ist auch missplatziert sich gerade. Digga, was ist das nächste, was du gerade hast? Bro, gar nichts. Real Talk.
Ich glaube, so Barbecue oder so. Also was zum Essen. Auch, ich hab auch Schweinestall, so ein Scheiß. Ja, sowas Essenmäßiges. Alright, ich müde mich immer noch weiter. Hallo. Okay. Ich will irgendwie das Barbecue-Ding hier irgendwie brute forcen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir damit irgendwie irgendwo hinkommen. Was ist Schnee und Barbecue? Ice Cream! Okay! Okay, Ice Cream finde ich stark. Haben wir so Chocolate Ice Cream oder so? Das ist auf jeden Fall ein W, würde ich sagen. Ich würde mal mit Feuer machen. Mal gucken, was da passiert. Was ist Hot Fudge? Oh mein Gott! Schokoladensoße! Holy shit! Chocolate Milk! Oh mein Gott! Okay. What the fuck? Okay. Chat. Wir sind kurz vorm Durchbruch. Zählt das schon? Hot Chocolate? Ich weiß nicht, ob es schon zählt. Ich hab Hot Chocolate. Ich glaube, das ist. Ey, ich hab Hot Chocolate. Zählt das? Nö. Okay. Ja, aber dann hast du es ja eh jetzt. Naja, vielleicht nicht. Das ist ein bisschen schneller. Hot Chocolate, Bruder. Oh mein Gott. Hallo, bin ich noch live? Hier ist der Beweis, okay? Hier ist der fucking Screenshot, okay? Hier ist der fucking Screenshot. Mein OBS ist in dem Moment abgestürzt. Real Talk, hier. Ich hab, glaube ich... Boah, ich hab einfach gebrute-forced am Ende. Ich weiß nicht mehr genau, was ich zusammengepackt hab. Ich hab irgendwas Small und Milch oder so. Wie zum Fick hast du Eiscreme bekommen? Weiß jemand, wie ich Eiscreme bekommen hab, Chat? Ich glaube Barbecue und Schnee. Ich hatte Schnee. Warte mal, ja, lass mal tryen. Snow. Und wie hast du Schnee bekommen? Ja, okay, halt irgendwie mit Wasser, Bro. Nee, das ist Snowman. Ja. Okay, ja, ich habe Barbecue einfach drauf gespammt. Da kommt man auf jeden Fall auch auf irgendwas Schokoladiges. Das wäre auf jeden Fall auch gegangen. Easy Points. Ja, das waren RNG-Games alles. Ja, Digga, du fühlst dich gerade, ne? Schon, ja. Alright, bist du bereit fürs nächste Game? Ich bin bereit. Alright. Das nächste Game um 4 Punkte ist... Oh nein. Obwohl, es ist actually gut. Ich habe keinen Bock drauf, aber das ist ein Game, wo Hugo sehr, sehr gut ist. Och nee! Und es ist gut, wenn sie jetzt kommen, weil später bringt sie mehr Punkte. Digga, das, okay. Mann, das ist so unfair, das Digga. Ist so kranke Scheiße. Wir werden jetzt alte 4, wer schneller durchspielen, Bro. Das ist so kranke Scheiße. Ich habe aber beim ersten Playthrough habe ich 5 Stunden oder so gebraucht dafür. Digga, das ich habe keine Ahnung, was Hugo hat das vorgeschlagen. Sollen wir uns ein Zeitlimit machen von einer Stunde? Und wenn wir es an einer Stunde beide nicht geschafft haben? Ich krieg das in 15 Minuten, krieg ich das hin. Oh mein Gott, famous last words, what the fuck? Nein, Real Talk. Du hast gestern so gecappt, als wir diese Spiele ausgesucht haben. Real Talk. Er hat so einen auch so, ja. Ich meine so, ja, kennst du da so crazy viele Skips, weil dann ist es mega unfair. Also, nein. Ich kenne maximal einen Skip am Anfang. Ich kenne legit einen Skip nur. Alright, Chat. Du kannst auch 15 Minuten lang Just Chilling machen, wenn du willst. Okay, Bro, ist crazy confident. Ja, das finde ich wirklich hier. Okay, ich bin schon das erste Mal runtergefallen. Wie bringt man sich nochmal schneller um? G, glaube ich, aber es zu speichern, haha. Ich habe irgendwie das Gefühl, du benutzt irgendwelche crazy ass Tricks dich. Oh mein Gott, ich bin ja richtig scheiße. Ich habe das übel lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, ich war auch überkacke gerade. Okay, hier ist die Rolle. Okay, gut, die soll ich anders benutzen. Okay, ich habe kurz mein Moveset abgecheckt. Ich habe hier ein bisschen kleinen Vorsprung gelassen. Okay, hier kenne ich diesen, dass man so hier drauf springt. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Ach du Scheiße. Okay, Bro, okay. Ja, ich bin ein bisschen eingerostet, I guess. Bro, ich hab das Gefühl, wir werden das jetzt für die nächsten 2 Stunden spielen. Oh, Digga, ich hab keinen Bock mehr, Mann.
Oh mein Gott! Wie holt man nochmal diese Checkpoints? Da ist gerade ein Checkpoint vorbeigeflogen. Du musst Chicken werfen, Linksweg. Warum helfe ich dir? Fick dich. War ein Joke. Wenn du das machst, stirbst du. Na, stopp, 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 stopp. Okay, saved, I guess. Digga, oh mein fucking Bro, ich hab auch keinen Bock mehr. Wir sind 3 Minuten in. Ich bin so Ash, Bro. Wir sind durch, Jungs, wir sind durch. Oh, hab ich fast vergessen, Digga, dass hier auch noch welche sind. Warte, 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 bist du schon am Ende? Oh, was? Oh, ich bin nicht muted gerade. Nee. Du Nutten, Alter. Bruder, du kennst safe irgendeinen crazy Skip. Ich schwöre dir, so wahr ich hier sitze, wir benutzen wahrscheinlich genau den gleichen Skip. Sonst habe ich keinen einzigen benutzt. Du benutzt irgendeinen. Bro, das geht nicht. Chat meinte, das geht. Wie soll das gehen? Bro, nein. Der, also wer auch immer geschrieben hat, ich soll rollen, ist ein Hund. Oh mein Gott. Wer auch immer geschrieben hat, ich soll rollen, ist ein Hund, Bro. Alright, Chat. Moment der Wahrheit. Okay. Ich geh mal dahin, das ist eine gute große Plattform. Oh, nice. Oh mein Gott. Eingerastet, Junge. Schön mit dem Arsch einmal eingerastet. Wichtig. Oh, Digga, nee. Bruder, ich wurde von einem Lachs gekillt. What the fuck? Schade. Ja. GG's. Okay. Alright, Chat, diesmal die richtige Tür. Diesmal die richtige Tür. Okay, jetzt Daumen runter, ist klar. Bro. Wieso ist das klar? Naja, keine Ahnung. Ich dachte, es ist halt so umgekehrte Psychologie, you know? Einmal ist der Pfeil da gewesen, so nach dem Motto, hier lang. Und dann dachte ich, einmal muss ich es genau entgegengesetzt machen. Ich dachte, ich bin smarter als das Game. Bro, real talk, hätte ich es andersrum gemacht und ich wäre da gefickt worden, hättet ihr alle geschrieben, oben geh, wie schlecht. Und was hast du das Game durch? Gib mir noch 5 Minuten. Digga, Mann, Alter, das ist so ein Drecksgame, Real Talk. Das ist so ein Game, was man einfach einmal durchspielt, Bro. Und dann ist es auch einfach gut. Ey, yo, Kevi. Bist du durch? Nö. Wo bist du gerade? Am Anfang. Ich hab verkackt. Bro, was machst du, dass du die ganze Zeit am Anfang bist, Digga? Ja, ich verkacke halt die ganze Zeit. Wo bist du gerade? Nicht am Anfang. Hä, wo bist du? Beim Skip. Aber bei dieser Platte da. Ja, gerade wurde ich von Spikes in den Arsch gefickt. Ja, guck mal, jetzt gerade bist du halt vor mir. Ja, wenn die Zeit jetzt ablaufen würde, hätte ich gewonnen. Ja. Aber weißt du, wer gewonnen hat? Ich. Krass. Guck mal, du hast gewonnen, aber du bist ein Lügner. Warum bin ich ein Lügner? Na, weil du mir gesagt hast, du bist am Anfang. Hast recht, Digga, ist mir aber egal. War es das wert? Ja, das war es komplett wert, Digga, ist mir so egal. Ja, gut, okay, dann GG. Dann GG. Bro, das Game war ein Haufen Scheiße, ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Was ein Müll, Bro, warum habe ich diesem Scheiß-Game zugesagt, Bro? Was ein Haufen Kacke. So. Digga, also bei allen Games, wo man Skill braucht, 2-0 jetzt gerade. Okay, Bruder, ja, wir spielen aber. Warte, was hatten wir für Games bis jetzt? Wir hatten dieses Marvel-Scheiß-Ding und dieses Wörter rausfinden, was auch nur Lack ist. Okay, Bro, okay, das ist jetzt wild. Ja, also, das okay, Marvel-Ding check ich, dass das Lack war, aber das Infinite-Ding war ein Skill. Ja, Lack und warum du weißt doch nicht, wie Schokolade hergestellt wird, Bruder, dafür kann ich ja nix. Digga, ich hab. Okay, fair, du hast recht. Wir hatten ein Game, wo Lack war, und das andere, da musste man die 10. Klasse noch bestanden haben. Hast richtig. Recht, Bro, war für dich dann auch richtig. Quasi Lack. Hast recht, wir hatten 2 Games mit Lack. Regie, wo sind denn meine Punkte? Die hast du schon bekommen bei mir. Oh, jetzt aber vielleicht hat dein Luxemburg-Internet das noch nicht geladen. Fick dich. Alright, Game Nummer 5. Ladies and Gentlemen, um 5 Punkte. Hoffentlich irgendwas, wo Hugo gut ist. Du kannst nicht das die ganze Zeit jetzt sagen. Okay, okay.
Okay, das ist gut. Das finde ich fair. Das finde ich gut. Fall Guys, eine Runde, wer länger ist, also wer weiterkommt. Boah, da habe ich gar keine Ahnung, wie gut du bist. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen besser. Aber... Warte mal, du tust gerade, oder? Aber ich mach das mit Mental. Ich mach das mit Mental-Game. Du überlegst gerade da echt jetzt. Du trollst dich. Warte, wieso? Bruder, ich bin 100-mal besser als du. Okay. Bro, Real Talk, wir haben gestern diese Games durchgesprochen. Ich meinte zu dir, es wäre cool, wenn wir Games sehen, wo wir ungefähr... Wo es ungefähr balanced Bro, ist. Alright, das Problem damit es guter Content ist. Und Bro denkt nicht an den guten Content. Bro denkt an seine 250 Arschloch-Subs. Alright? Digga, die er nicht mehr, beim luxemburgischen Bastardstaat versteuern wird, sondern auf Madeira für irgendwie 1% oder so, Junge. Von dieser Liste, die wir haben, habe ich die Content-Sache gesagt. Du hast einfach nur die langweilige Scheiße gesagt. Du hast legit gesagt, ja, keine Ahnung, Digga. Ja. Bruder, legit, das Einzige, was du vorgeschlagen hast, war 3 Bottle-Flips machen, Digga. Ja, 3 Bottleflips wird lustig sein, vertrau mir. Okay, was hast du da vorgeschlagen? Oh, da fällt dir gar nichts mehr ein spontan. Ja, stimmt, weil ich den Rest vorgeschlagen habe, Arschloch. Ja, halt deine Fresse. Auf jeden Fall haben wir 50-50 gesagt. Ich weiß gar nicht, was von mir kommt. Wir machen einen BO3. Okay. Also wer jetzt weiterkommt, ne? Mhm. Digga, ich hab das wirklich schon lange nicht mehr gespielt. What the fuck? Okay, ich dachte, ich fick dich, Digga. Ich bin mir grad nicht mehr sicher. Oh mein Gott. Oh shit. Digga, du gewinnst. Oh, naja, da bin ich mir nicht so sicher. Unterschätzt das zwar nicht. Mal nicht. So, ich bin auf jeden Fall im Ziel. Wie sieht's mit dir aus? Digga, halt dein Maul, bist du wirklich? Oh mein Gott, wenn du nicht ins Ziel kommst, wäre er so hart. Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein. Oh mein Gott, 5 Leute noch, bitte Jungs, bitte lass enttäuscht mich nicht. 4 Leute noch. 3 Leute, nein, du schaffst es noch, oder? Oh mein Gott, maybe? Oh mein Gott, wie knapp. Oh mein Gott, wie knapp. Das Ding ist, ich sehe auch meine Maus die ganze Zeit, das backt bei mir. Ja, du tust mir so leid. Ach, Mann, oh. Du trollst wohl, Digga. Ich bin 100-mal besser als du in diesem Game. Du Hund, Alter. Du Wichser. Mann, Digga, das backt bei mir. Ich sehe die ganze Zeit meine Maus. Ach, Mann, soll ich dich umarmen? Mhm. Warte, letzte Runde schon. Kitty, Fuchs und Ash, oh mein Gott. Okay, wenn jetzt hier einer vor, also wenn ich jetzt zum Beispiel vor dir sterbe, dann hast du die Runde geholt. Ja, okay. Das Ding ist, man hört ganz gut, wenn du rausfliegst, weil du wirst sehr laut rumschreien. Ja, tut doch auch, oder nicht? Nein, nein, ich werde das sehr ruhig machen. Nein! Ja! Du hast sogar gewonnen, oder? Du hast gewonnen, glaube ich. Jawohl! Bro, easy! Ich bin Zweiter geworden, du bist Erster geworden, glaube ich. Let's go, alright, 1-0 für dich hier. 1-0, nur noch einmal gewinnen und nächstes Game. Wir können ja mal eine 13. Klasse oder 12. Klasse Mathematik-Klassenarbeit machen. Nein. Wir können ja da mal competen, wenn du möchtest. Ja, aber guck mal. Hätten wir vielleicht auch noch als kleines Spiel mit reinbauen können. Komm, 13. Klasse Sportunterricht, ich fick dich. Kannst du sagen, Bruder, dein Körper ist legit ein Unfall. Bist du sicher? Bruder, dein Körper ist körperlich bist du 50 Jahre alt, Bro. Real Talk. Mein Dad hat 70 gepusht. Real Talk, ich glaube, der ist fitter. Der braucht jeden Tag 2 Schachteln. Ich sag, der ist fitter, Bro. In Sport fick ich dich, Digga. Also in so Sportarten. Gym fickst du mich, aber... In was warst du gut? Alles, boah, alles. Du bist mein Vorbild. Aber ich meine, du hattest ja halt nur die Angaben von der 9. Klasse. Also hast halt nur in der 9. Klasse. Da war es ja noch nicht schwer. Was musste man da machen? 10 Liegestütze für eine 1? Ey, bei mir ist alles verloren auf einmal. Ich verliere, ne? Ich glaube auch. Digga, wir sind in irgendeiner Pro-Lobby. Wie sind die Leute da schon da oben? Oh, was geht ab? Digga, du gewinnst. Das ist räudige Scheiße, wenn du jetzt gewinnst. Oh, nice, die verfickte Hurenmelone. Nice! Du geiler Bastard! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Irgendwie hab ich festgehalten. Wer von euch ist das schon, hä? Ich bin drinne und, oh?
Oh! Oh, Hello Kitty rechts unten ist gefallen. Oh, Hugo, du bist raus? Oh, das ist aber schade, Bro. GG's. GG's. Bro, nicht die Runde. Hey Leute, ist Hugo muted? Nicht die Runde. Also, ich geh raus, nächste. Wollen wir best of five? Nein. Nein, das! Okay, hier wird einer von uns verkacken, 100%. Was ist das? Oh nein, das ist das allerletzte Game, Digga. Digga, das ist so ein Scheißspiel, Bro. Wir können jetzt noch best of five machen. Boah, soll ich das eingehen? Nee. Nee. Okay. Ich believe. Ich werde es bereuen vielleicht, aber ich believe. Alright, geht nur auf Hugo gehen, Leute. Nein, das ist halt Retalk. Also die gehen halt wirklich nur auf mich, ne? Bruder, also Retalk, er ist nur auf mich gegangen gerade. Da war ein anderer Typ, der hätte easy grabben können, er nimmt mich, Digga. Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr, ne? Das ist das allerschlechteste Spiel, was Folgers zu bieten hat. Hast du gerade einen Schwanz? Ich habe einen dicken Schwanz, ja. Stark. Guter Gag, Bro. Oh mein Gott. 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 Nein! Nein! Ja! Nein! In den letzten drei! Oh mein Gott. So ein dreckiges Müllgame. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chat, wer von euch war das, Bro? What the fuck? Oh, shit. Okay, das sind 5 Punkte für dich. Okay, das ist ein... Big Lead. Ich hab auch so getryhardet. What the fuck? Alter, ich hab richtig geschwitzt. Alright. 3, 2, 1. Das nächste Game um 6 Punkte ist... Nicht spoilern. Digga, wow, ich hab so fette Mühle, ne? Oh nein, oh nein. Nein, ich will wissen, was es ist, bitte. Oh, ich weiß nicht, ob das gut für mich ist oder schlecht. Das haben wir beide noch nie gespielt. Oh, fuck, okay. Alright, wir spielen das ist das Watermelon-Game. Ihr kennt das vielleicht auf der Switch. Da geht's darum, ja, es geht um Geschicklichkeit einfach. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Ihr werdet es gleich checken. Es ist relativ selbsterklärend. Und es wird danach, wir spielen eine Runde, wer mehr Punkte hat am Ende. Also ich glaube, alles, was ich weiß, ist, man droppt die Dinger und wenn halt zwei von den gleichen zusammengehen, dann werden die zu einem größeren. Und wenn die Box voll ist, dann ist verloren. Und eine Wassermelone ist quasi das Krasseste. Danach geht's. Aber es geht nicht um Zeit. Es geht nicht um Zeit, es geht um, wenn einer von uns verkackt. Also wir spielen beide, bis wir verkacken quasi und wer mehr Punkte hat. Aber wenn du jetzt bei 3000 Punkten verkackst und ich habe dann 4000, kann ich dann auch einfach beenden, als Beispiel. Okay. Also das Einzige, was wir haben, ist rechts oben diese gelbe Scheiße, also dieses Next, wo wir sehen, was als nächstes kommt. Okay, dann machen wir das mal so. Den machen wir hier daneben. Dann können wir die beiden connecten. So, dann haben wir hier schon eine... Digga, das ist... Okay, das ist crazy. Das ist crazy, dass die beiden nicht gerade connecten. Okay, vielleicht kann ich das, wenn ich hier das so droppe, das nach links schieben. Okay, das ist fucking crazy. Das ist verrückt. Okay, dann machen wir so. Ja, es ist noch nicht schlimm. Okay, ich glaube, ich mache den hier hin. Und den mache ich hier hin. So, die Erdbeere ist... Machen wir hier hin. Dann machen wir die hier hin. Oh, fuck, das war dumm. Oh, das war richtig dumm. Das hätte hier auf die Grape gemusst. Hier drauf. Oh! Nice! Okay. Okay, was ist das? Eine Pomelo oder so? Ich habe eine Pomelo. Okay, die Orange, die packen wir hier hin. Wenn wir noch eine bekommen, dann... Oh, das ist gut, nice. Okay, noch eine Kirsche, die packen wir hier hin. Eine Grape. Oh, das hat sich so komisch nach oben bewegt gerade. Oh, das... Oh, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, Bro. Die beiden werden zu einem großen Gelben. Ah ne, die werden zu einem Roten. Die werden zu einem Roten. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Dann mache ich diesen hier. Bitte, bitte connected, bitte connected, bitte connected. Jungs, bitte. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott, let's fucking go. Alright.
Okay, Big. Oh nein, ich hab gehofft, dass es nach rechts rollt. Oh nein. Okay, das ist nicht gut. Oh nein, oh mein Gott, ich hab nicht auf Next geguckt. Oh mein Gott, Bro, ich choke einen nach den anderen gerade. Fuck! Ich muss ein bisschen gechillter zocken. Okay, wir lassen mal kurz laufen. Obwohl, warte mal, wir machen mal hier den. Die müssen mal so ein bisschen durchrutschen, Alter. Also vielleicht hier so. Oh, Digga, das ist nicht dein Ernst. Warum rutschen die gerade nicht durch? Nice, jetzt. Okay, wichtig. Oh mein Gott, okay. Oh, der ist wichtig. Der ist richtig wichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der wichtig. Ich glaube, die zwei Lilanen könnten sich auch gleich connecten. Vielleicht, wenn wir noch kurz warten. Oder Rosanen, meine ich. Oh mein Gott, ist nicht dein Ernst. Bro, die waren ein fucking Millimeter nah beieinander. Das ist crazy. Das ist crazy, Rick Chat. Ist das kacke, Mann. Nice, nice. Jetzt die Roten noch connecten? Bro. Oh, das triggert mich so hart. Es triggert so hart. What the fuck? Ich glaube, ich mach mal hier einen hin. Oh mein Gott, let's go! Okay. Was nicht so gut ist, dass die zwei Gelben noch so weit auseinander sind. Das gefällt mir nicht so gut. Ansonsten ganz nice. Okay. Digga, wichtig. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die mach ich mal hier hin. Das mache ich mal hier hin. Das mache ich hier hin. Bitte connecte. Nice. Die wird rot. Dann connecten die beiden roten. Nice. Oh mein Gott, let's go. Let's fucking go. Und jetzt der gelbe rutscht noch runter. Oh mein Gott, das ist perfekt. Bro, das ist perfekt. Oh mein Gott, Digga. Wow. Wow. Wundervoll. Realtor, wundervoll. Ja, es läuft nicht so mega gut gerade, Chat. Boah, das gefällt mir gar nicht, Digga. Okay, das ist wieder ganz gut eigentlich. Das ist auch ganz gut. Oh ja, nice. Die Tomaten, bitte die Erdbeeren connecten. Nee, die slippt nicht mehr durch. Okay, das ist nice. Das war ein, oh mein Gott, das war ein sehr wichtiger. Bitte noch die gelben. Und die gelben connecten wäre so geil. Bitte. Bitte, Jungs, come on! Nice. Und jetzt die Orangen noch. Boah. Hugo hat Big Move gemacht. Oh nein. Hat er. Oh, Digga, er hat einen richtig Big Move gemacht. Oh mein Gott, er hat zwei Wassermelonen zusammengestackt. Oh, das ist krass. Bitte connecte mit der. Oh mein Gott, das. Oh mein Gott, das ist. Das triggert mich. Boah, nervt mich das hart. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier noch den draufsetzen kann. Nee. Boah, ich glaube, ich hab's geworfen, Bro. Ich glaube, ich hab's geworfen. Bro, Retalk 1500 ist stark. Ich muss das erstmal einholen. 591, Digga. Oh. Hast du verkackt? Ja. Ich hab richtig schlecht gespielt. Ich muss das holen jetzt. Boah, ich hab richtig schlecht gespielt. Ich glaube, das hast du. Er fragt die ganze Zeit den Chat, wohin. Das stimmt nicht. Bro, also da schreiben Leute Mitte. Ja, Bruder, ich guck grad selber einfach. Ich hab ein oder zweimal habe ich einfach geguckt, was die schreiben. Das ist frisch. Nein, Real Talk. Ich guck nicht die ganze Chat. Ich lass mir einfach übertrieben viel Zeit. Alles gut, Bruder. Ich laber nur Scheiße. Ey, CR ist online. Vielleicht können wir den gleich noch einladen für eine Runde Mario Kart.
Oh mein Gott, wichtig. Oh mein Gott, du hast es. Du hast es, glaube ich. Alter, das war ein richtig dicker. Guck mal, hätte ich auf Check gehört, hätte ich verkackt. Ich glaube, du hast es, Bro. Ich glaube, es ist unblowable. Oh, das schätzt das mal gerade nicht, Digga. Obwohl, wenn die jetzt connecten. Digga, ist immer noch scheiße gerade. Komm bitte! Ja, ich hab gewonnen! Oh, ich hab gewonnen! Gott, yeah! Oh mein Gott, wie fucking knapp! Digga, oh mein Gott, jetzt ist er raus! Oh mein Gott, wie knapp, Alter, Digga! Alter, crazy Game, aber. Ist ein sehr, ist no joke, ein geiles Game. Über geiles Game. Ja, ist ein sehr, sehr geiles Game gewesen. 16-5, Bro. Alter, what the fuck. Okay, wir spielen das nächste Spiel um 7 Punkte. Das siebte Spiel um 7 Punkte ist. Warte, ich guck grad nicht. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nicht. Oh mein Gott. Nein, Bro. Nein. Oh mein Gott. Nein. Warum haben wir das mit reingenommen? Ich hab da gar keinen Bock drauf. Eine Runde. Eine Runde? Wir können auch BO3 machen. Nee, wir sind nicht in der Zeit. Lass eine Runde. Okay. Oh mein Gott. Bro, ein Hit! Ja! Oh. Mann, ich check's, ich bin so scheiße, Alter, du Bro. Du warst so scheiße, Lowlife, oh mein Gott. Boah. Oh, fuck. Puh. Alright, let's go, 1-0. Gleich macht's, nein, Bro! Oh, Bro ist blind und taub auch! Ja, Digga, Mann, Digga, Bro, das Bro spielt mit Brille, aber ohne Headset. Crazy. Crazy, Digga. Hast du richtig auf, oder was? Hast du links-rechts vertauscht? Oh, scheiße, du bist so Arsch, Mann. Holy shit. Egal, ich hab eh damit gerechnet, dass du Overwatch gewinnst. Nein, ist wirklich jetzt, so. Jetzt sieht er die Karte, die ich vorher gezogen habe, Bro, bei Alte 4. Mann, ich sag ehrlich, ich dachte, du fickst mich hier. No, Digga, no. Du spielst viel mehr Overwatch. Ja, Bro, aber ich meine, das, was wir jetzt gerade machen, hat nichts mit dem normalen Overwatch zu tun. Wir machen einfach ein 1v1. Ja, Bruder, wir sind schon wieder tot, ne? Du kennst die Map besser. Ja, tja, die ist echt übertrieben komplex, komplex, die Map. Wir sind so Arsch. Wo bist du? Oh nein, 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 oh mein Gott, jetzt bin ich der Typ ohne Headset. Oh, das war Instant Cover. Ich war der Typ, der blind und ohne Headset war. Oh, no, 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 no. Oh, nicht, dass ich jetzt zu confident war, Bro. Ich hoffe, ich hol das noch. Nein! Nein! Oh, ich hätte mehr Move sollen. Oh fuck! Oh mein Gott, ich dachte, das nicht werfen, Bro. Ich fumble den. Ich fumble. Deine Kopfhörer oder was? Oh, wo ist deine Brille? Oh, scheiße, Kevin. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Scheiße, wie hab ich das geworfen, Bro? Shit. Ja. Oh, Pick mal ab. Oh, kann ich machen, ja. Bruder, ich hab die Mechanics gelernt und angewendet. Boah, krass. Scheiße, GG's, GG's. Fuck, Bro. Fuck. GG's, Broski, GG's. Na gut, 23,5, ne? Alright, wann hat man nochmal gewonnen, Bruder? Ich guck nochmal ganz kurz.
Ab 77 Punkten. Ab 77 Punkten haben wir gewonnen. Alright, wir fokussieren, Chat. Achtes Game um 8 Punkte ist... Oh mein Gott, das wird der Bruch. Das Nein, Bro. Golfe! Aber gut, gut, dass es jetzt kommt, Digga. Wir spielen Minigolf. What the fuck? Was ist das? Bro, was? Du kannst dich einfach üben. Bruder, ich wollte einfach nur gucken, wie das Spiel funktioniert. Du hast das wenigstens schon mal gespielt. Digga, vor 5 Jahren. Was zum Fick? Okay, ich hör auf. Okay, wir müssen jetzt entscheiden, sollen wir Kollision anmachen oder nicht? Wir können uns halt mit Kollisionen wegsmashen gegenseitig. Ist schon lustig. Aber selbst dann verstehe ich nicht wie, weil irgendwie, ich habe schon mal Videos davon gesehen. Nee, Retro, das ist ein 0er Ping, fick dich, nein. Digga, jetzt kommt er mit Ping, er hat einen 7er Ping. Bruder, es macht jetzt nicht so den Unterschied. Okay. Ey, du hast jetzt aber schon einmal geübt, ich weiß wirklich jetzt gerade nicht, wie der Schlag geht. Wie geht das nochmal? Du musst deine Maus da hinten bewegen. Und dann nach vorne einfach ziehen? Ja. Oder loslassen? Ah, nach vorne, okay. Nach hinten ziehen. Okay. W. Digga, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ah, okay. Ja, Bruder, ach, Digga, Arschlecken. Ja, Bro, du hast auch trainiert, Digga. Digga, ich hab auch was verkackt. Du bist schon komplett warmed up. Bruder, nimm mir jetzt nicht auch noch Golf. Ich kann nicht noch Golf auch verlieren. Das Spiel ist richtig cool. Nimm mir nicht auch noch Golf, Bro. Nimm mir nicht noch Golf. Digga, was machst du? Bro, ich blame das. Wenn ich das verliere, werde ich das komplett darauf blamen, dass du das vorher 2 Schläge schon üben konntest. Nein, Digga! Hundertprozentig. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Hä? Ja! Let's go! Ja, Digga, ihr lucky, dass ich nicht wusste, wo ich hin soll. Naja, klar. Daran lag's. Ja, Maul, Alter, hast du Ding einmal gemacht? Was denn? Ich hab Hole in One mit einmal geschafft? Hast du Ding Krass. Einmal gemacht? So sagen die es auch mal professionell beim Golf. Oh, schade. Okay. Puh, wir haben beide 2, ne? Okay, ich bin ein Schlag hinter dir. Oh, der liegt nicht so gut. Oh, ah, wohl. Maybe. Moin, Chef. Was geht ab? Nein! Das war so clean executed, holy shit. Nein, Bro. Oh mein Gott, das hat sich auch gelohnt, du bist 2-mal runtergerollt. Digga. Oh, man. Oh mein Gott, wenn du da noch... Das wäre so geil gewesen, wärst du da noch mal runtergerollt jetzt. Oh mein Gott. Oh, imagine. Digga, das ist so ein... Guck mal, sowas hätte ich nie gemacht, weil ich nicht mal wüsste, dass es geht. Okay, es ist... Naja, das ist halt Kollision, Bro. Bruder, also ich kann jetzt auch nicht noch Deutsch erklären, während wir das hier machen. Oh! Okay, was? Ja, gut, wichtig. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Oh mein Gott, nein. Wichtig, sehr wichtig, oh, Bro. Oh, Bro, was zum Fick mache ich? Ich unterschätze meine Kraft, Digga, seitdem ich im Gym bin. Digga, Bro. Du bist so scheiße, ist das geil! Mit deine dumme Fresse. Oh, was? Was? Nein, du trollst. Oh mein Gott, okay. Digga, warum war das gerade so schwer? Ja, egal, alles Gute nachträglich zum Digga, wo fliegst du hin? Boah, der war aber knapp. Nein. Ja, Arschloch, du bist in genau dasselbe geflogen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Feierabend! Feierabend! Holy shit! Alter, so eine wichtige Map! So eine wichtige Map! What the fuck? Oh, ich glaube, das ist actually der Play, ja. Vielleicht sogar oben auf das Dach drauf. Ja, ja, klar. Digga, halt deine Fresse. Digga.
Ja. Oh nein! Bro, du hast noch zwei Schläge, Dog. Dann ist vorbei. Da kriegst du extra Strafpunkt, glaube ich. Oh mein Gott, no way. Oh mein Gott. GGs, weil er mit dem letzten Schlag gehittet. Ich hab, Digga, noch 10 Schläge mehr gebraucht als ich. Boah, Alter, das ist richtig knapp. Noch zwei haben wir. Das ist eine Unterschied. Richtig knappe Kiste, leider. 54, 56, Digga. Komm, mach. Mhm. Du machst zuerst. Doch, nee, du. Nee. Ich mach nicht. Nee, trau dich ruhig. Oh mein Gott, ja! Damn strong. Ja, das ist so wichtig, Digga! Halt dein Nein! Maul! Oh mein Gott, das wäre so sick gewesen. Oh mein Gott, ja. Geil. Bro, ja! Was? Oh nein. Ja! Also ich ist verloren, oder? Ah nee, es geht noch eine mit danach. Okay, wichtig. Okay, wir haben gleich. Was? Okay, ich dachte, das wäre krasser. Oh, alter Junge. Gleichstand. Boah, die ist räudig, Digga. Nein! Oh, du Bastard, Alter. Du gottloser Hund, ey. Digga, ich hätte Freecam gucken sollen, ich Vollidiot. Mann, oh mein Gott, ich bin so fucking bad. Oh ja, nein, wichtig. Oh komm, mein bitte, Gott, geh nein. Rein. Oh nein, das war's. Nein. Das ist der Bruch. Oh, das ist der Bruch. Oh mein Gott, ich hab gewonnen, oder? Nee, es gibt noch eine Map. Puh. Geh wenigstens bitte rein. Komm schon. Bitte, Bro. Oh mein, das ist ein Bonus. Das ist wichtig. Boah. Digga, das ist die letzte Map. Puh. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, okay. Roski, arbeite mal an deinem Feingefühl, Doc. Ja, ich bin ein scheiß Grobmotoriker, was soll ich sagen? Nicht schlecht. Boah, das ist richtig schwer. Oh, das hat funktioniert. Oh mein Gott, die Strat hat geklappt. Richtig. Nein, Bro. Okay. Oh mein Gott, Digga. Das ist eine richtig knappe Kiste leider jetzt. Digga, das kann nicht sein. 3 Schläge bin ich vorne. Digga, warum ist alles so dumm spannend, Alter? Ey, wenn die Zeit abläuft, hast du verkackt, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. 15 Sekunden noch. Ja. Digga, halt denn. Ich hab verkackt, oder? Ja, 10 Sekunden. Du hast noch einen Schlag. Der nächste Schlag muss sitzen, sonst ist es over. Verkackt, oh fick dich. Ja! Let's fucking go! Weil du Wichser so lange gewartet hast, bis ich fertig werde. Unfair. Boah. Oh mein Gott. Good game, Bro. GGs. Boah, das habe ich gebraucht. Das war ein wichtiges. Alter. Alright. Ladies and Gentlemen, wir kommen zu Game Nummer 9 um 9 Punkte. Wenn ich das nächste Game gewinne, dann sind wir wieder break-even ungefähr. Das wäre wirklich wichtig. Oh mein Gott, nein.
Oh ja. Yeah. Oh mein das Gott. Das brauche ich. Okay, okay. Das Ding ist, Hugo hat gesagt, er ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, Bro hat jetzt Ich habe nicht gesagt, ich bin nicht gut. Du hast dich zu sehr dafür gefreut. Oh mein Gott, wir hätten diesen Call gestern aufnehmen müssen. Du hast dich gerade zu sehr dafür gefreut, wie du das gestern announced hast, wie gut du bist. Nein. Ich habe gesagt, ich habe das. Du hast heute noch geübt? Nein. Ich habe heute geguckt, ob ich es noch kann. Ich habe nur ein. Das ist dasselbe, Bro. Ich habe ein. Wir können gerne ein Aufwärm-One-One machen. Dann bist du. Ey, okay. Er war besser als Simon. Retalk, dann spiel ich das nicht mit dir. Digga, nein, du meintest gestern, du bist mega Müll gewesen. Nein, ich habe gestern gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Nein, Bro. Oh mein Gott, das ist nein. So cap. Retalk, das ist so cap. Retalk. Du hast gesagt. Nein, das ist. Bruder, du lügst gerade Retalk. Nein, ich schwöre dir auf einen Hund, ich habe gesagt, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Irgendeinem random Bruder, du hast gerade gesagt, du hast heute einen Test 1v1 gemacht, um zu gucken, ob du es noch kannst. Das würde niemand sagen, der auf Casual mit seinen Freunden spielt, Bro. Real Talk. Also, no, niemand würde das sagen, der so Casual mit seinen Homies und zockt auf der Couch. Mach auch einen Test 1v1, ob du es noch kannst. Ich glaube, ich habe noch nie einen Online 1v1 gewonnen. Der fickt mich jedes Mal. Wir machen es. Wir haben es jetzt drin. Also, entweder ich gewinne oder du bist ein schlechter Freund. Let's go. was meinst du? Beide random? Ja. Hab mir eben mach du random und ich mach Ness. Und ich kann dir stimmt, ich geht auch. Dass true, wollte ich gerade sagen. Mein Arsch kurz vorm ist das fair? Sind die Lucky wird bei boah, weiß ich nicht. Seele geöffnet. Retalk, ich... Oh, Digga, lass machen. Einfach scheiß drauf. Ich will einfach Smash fertig haben jetzt. Nee, zock dein Main. Retalk, zock dein Main. Nein, Retalk, Kopfplatte. Wenn du jetzt auf random dein Main bekommst, Digga, ich schwöre, ich bin so abgefallen. Nein, Pikachu. Warte, ich muss kurz gucken. Ja, mach. Digga, jetzt muss ich, also Bruder, Pikachu habe ich ja noch nie gespielt. Okay, let's go. Bist du ready? Okay, ja. Es ist das große Blitzbattle jetzt. Oh, das neutralisiert sich! Oh, das ist nicht gut. Digga, jetzt spammen wir alle! Was ein Scheiß-Match. Oh mein Gott! Oh, das war's. Oh mein Gott. Digga, Pikachu, neue Main. Alter, krass, keine Chance dagegen. Ja, jetzt ist halt meine einzige Sache, die ich kann, ist halt jetzt useless, Bro. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Du hast mir alles genommen, was ich hatte, Bro. Ich hatte nur diese eine Attacke, Dog. Ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Return same. Keine Ahnung, was gerade passiert. Oh mein Gott, ey, Mann, Digga, ich bin abgerutscht vom Controller-Stick. Ja, Digga. Ich bin abgerutscht vom Controller-Stick. Ich wurde belohnt vom Controller, Digga. Das gibt's nicht, Junge. Das ist crazy shit. Nee, Digga, jetzt fängt das schon. Nee, Digga. Digga, du bist. Bruder, was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. Du bist doch reingelaufen! Ja, ich dachte auch, ich krieg Damage, aber irgendwie habe ich keinen bekommen. Digga, mein Donner trifft natürlich nicht, aber deiner Sch. Digga. Ich hoffe, Digga, ich schwöre, man sieht, also man hört seit 15 Minuten nur Get Thunder oder was auch immer der Wichser da sagt, Digga, fick dich! Ja, guck mal, ey, Papa Platte sagt nicht mal was, Digga, weil er die ganze Zeit eine Taste drückt. Digga, Bro ist so mad, er nimmt nicht mehr Kevin, sondern Papa Platte jetzt auf einmal, Digga, jetzt geht's aber los. Nee, Digga, wenn du gewinnst, ist das respektlos. Oh ja. Bro, wenn dieser Blitz trifft, holy shit. Nee, fick dich! Fick dich! Oh nein, oh mein Gott. Oh, das war das. Das war das Schlussding. Digga.
Oh mein Gott, Jesus. Oh mein Gott, bitte! Ja! Oh, oh mein Gott, predicted wie ein crazy, Gott, Alter! Crazy, crazy, geez. Holy shit! Ah, ist ein guter Match, though. Guter Match, hat Spaß gemacht. Okay! Game 10 um 10 Punkte. Let's go! Oh mein Gott, Minecraft Bingo! Boah, Digga, da hab ich auf gar keinen Bock gerade drauf. Alter, save, Mann! Gar keinen Bock drauf, what the fuck? Alright, wir müssen, wir sind beide auf derselben Minecraft-Welt und wir müssen 9 Items finden. Wer als erster diese bestimmten 9 Items hat, gewinnt. Banco hat das Ganze für uns aufgesetzt, das heißt, wir joinen jetzt einfach dem Server und dann geht's los. Was ist denn das denn? Ah! Digga, was machst du da unten? Hm? Komm mal hoch! Digga, what the fuck, warum bin ich hier unten gespawnt? Was ist das für eine rigged Scheiße? Alright, good luck, good luck, good luck, good luck. Genau die gleichen Items. Okay. Ich bin muted. Okay, was? Alright, was haben wir hier? Eine Kiste mit Boot. Warn, das neue Zimmer sieht nice aus. Eine Enderperle. Das ist gerade Pebel. Ist custom. Wie macht man Banner-Chat? Aus 6 Wolle, oder? Genau, also wir müssen alle 9 Items finden, Chat, alright? Das ist quasi das, was wir machen müssen. Wer als erster alle 9 Items hat, der gewinnt. Oder es gibt ein Zeitlimit von einer Stunde. Wer nach einer Stunde, wer nach einer Stunde mehr hat. Mann. Okay, ich hole mir erstmal noch ein bisschen mehr Holz und mache auch, glaube ich, erstmal das Boot mit der Kiste. Dann Glas ist eigentlich ein easy one. Pilze. Boah, wo finde ich am schnellsten einen roten Pilz? Im Nether eigentlich, oder? Ist auch ein Nether-Ding. Genauso wie Quarz, I guess. So, nice, let's go. Okay, dann Glas. Dann nehmen wir mal Sand mit. Machen wir später. So, was brauche ich denn jetzt? Am besten wäre ein Dorf, oder? Ansonsten könnte ich auch Bücher selber herstellen, aber das ist ein bisschen aufwendig, I guess. Da ist ein Dorf! Oder? Ist das ein Dorf? Was ist denn das? Ja, das ist ein Dorf, let's go! Oh mein Gott, das ist huge! Holy shit, das ist huge! Oh mein fucking Gott, ist das huge! Mann, Jungs, ihr müsst doch hier irgendwo... Oh, nice! Okay, das ist big. 3 Eisen ist crazy big. Der Eisbär ist eine Raubtierart aus der Familie der Bären. Er lebt an den Küsten und auf dem Eis in den nördlichen Polarregionen und ist eng mit den Braunbären verwandt. Ich glaube, die Kühe werde ich auch einmal abschlachten. Oh, nice. An Land lebenden Raubtiere. Nice, wichtig, nehmen wir mit. Bro, es muss doch... Chat, gibt es hier eine Library safe oder kann es auch was geben ohne? Aber hier ist Schmiede. Oh mein Gott, das ist krass. Oh mein Gott, das ist richtig. Oh mein Gott, Alter, crazy. Okay, nehmen wir aber. Das ist sehr gut. Boah, ich weiß gar nicht, was die Strat ist. Ich mache erstmal ganz kurz einen Ofen und brate mal ganz kurz wirklich dieses. Der Braunbär gehört zu den Säugetieren aus der Familie der Bären. Wie mache ich jetzt dieses weiter, Chat? Versuche ich jetzt in Nether zu kommen? Ist das der Play? Grizzlybär und Kodiakbär. Da kriege ich auf jeden Fall die meisten Sachen jetzt. Wait, ich habe doch Glas. Was ist das Glas, hä? Was ist das für ein Glas? Was ist das für ein Glas? Light blue stained glass. Oh mein fucking Gott. Okay. Da ist noch ein Dorf. Ist nicht dasselbe, wo ich gerade war, oder? Oder habe ich den Verstand verloren? Das ist ein anderes, oder? Oh mein Gott, mit Lavasee. Bro, das ist crazy. Okay. Ich mach das mal auf super safe hier, ohne zu critten. Obwohl, ich glaube, so geht. Schön. Bro, sind diese Eisdörfer hier immer ohne Bücherregal? Mann, fuck, Basti würde das jetzt wissen. Wo ist Basti, wenn man den braucht? Einfach craften? Ja, I guess. Wie macht man Bücher nochmal so? 2, 3. Oh, das ist ja über easy. Oh mein Gott. Okay. Scheiße, wo mache ich so Filme?
Okay, dann brauchen wir. Wir bauen Redstone als nächstes. Okay, ich muss Wolle finden. Ich muss alle Sachen vorher fertig machen, die in der Overworld sind. Das heißt, wir müssen als nächstes jetzt noch Lapis finden, Knochenmehl. Schafe und dann ab in Nether. Boah, ich bin gerade mega unlucky, dass ich. Digga, ich bin hier nur für Schafe gerade. Boah, das ist so helle wasted Zeit gerade. Okay, das ist ein Skelett, nice. Aber Chat, bevor ich den Banner habe, brauche ich nicht ins in Ding gehen, oder? Du siehst auf deiner Map rot umrandet, was Hugo schon hat. Ah, guter Call. Danke, Bruder. Da waren Schafe? Oh mein Gott. Jesus Christus, danke. Ich mache mir eine Schere, oder? Lass mal kurz hier raus. Boah, jetzt nicht sterben, Digga. Sterben wäre die Hölle. Oh mein Gott, das war's. Ich verliere. Oh mein Gott, bitte lass mich hinkommen. Albert boxt mit Goldcox Schimmelpimmel gegen Bananensaft trinken. Oh mein auf Gott. Der Titanic im Weltraum, oh mein Gott. Den Melzer die Bande anfeuern. Papatje. LG Moss Trendlin Donner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, ich kann da nicht nochmal reingehen für die Scrabble. Das muss ich woanders holen. Fuck, was brauche ich jetzt? Was wollte ich gerade craften? Oh mein Gott, ich hab. Digga, ich. Ach, Wie mach ich den Banner? Ah, okay. Ich muss die erst entfernen. Oh mein Gott, ich brauche noch eine Wolle mehr. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Ich brauche eine Wolle mehr, oder? Aber Concrete kann ich schon mal machen, auf jeden Fall. Das ist so, so und dann in die Mitte die Farbe, oder? Wenn du stirbst, behältst du deine Items und spawn 50 Blöcke entfernt von deiner Location. Okay, nice. Okay, was ist das nächste, was ich jetzt in der Overworld noch holen muss? Grüne Farbe, ne? Hat er gerade Glas weggeworfen? Ja. Egal, scheiß auf. Ich hab vergessen, dass wir das noch nicht. Ich dachte, wir hatten das schon. Ruf Basti alles an. Gute zum Geburtstag, Peter. Gratuliere. Bro, Chat ist so useless, Bro. Real talk. Yo, Minecraft-Freund. Sorry, ich muss dich kurz nerven. Hast du kurz eine Sekunde? Ja, klar, doch, für dich. Okay, pass auf. Folgendes. Ich muss einen grünen Banner machen. Wie craft ich den am besten? Dass es am effizientesten ist. Ich habe aktuell sieben Wolle und ein Kakteen-Dings, ein Kaktus. Du kannst Banner nicht umfärben. Das heißt, du musst 6 grüne Wollblöcke haben. Du musst 6. Ja. Du musst 6-mal sozusagen grüne Wolle dir holen. Okay, und das mache ich wie am besten? Du müsstest den Kaktus wachsen lassen. Oder halt 8 Kaktus oder 8. Schaf einfärben. Ja, okay, dann habe ich das. Okay, oder geht es mit den 8 Schaf in einer, also 8 Wolle in einer Reihe und in die Mitte grüne Farbe? Nee, das geht nicht mit Wolle. Du brauchst eine Wolle, ein Farbstoff. Okay. Aber färb einfach einen Schaf grün und dann musst du gucken, dass das Schaf immer frisches Gras zum Fressen hat. Bro, dauert das nicht viel zu lang? Ist nicht smarter, eine Wüste zu suchen und einfach... Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Weil du wahrscheinlich jetzt den... du hast einen Kaktus in einem kalten Biom gefunden, du wirst jetzt kein warmes Biom finden und Wüsten sind sehr selten. Mach das, das dauert 2-3 Minuten. Okay. Also suche ich jetzt mit der grünen Farbe ein Schaf? Du suchst mit der grünen Farbe ein Schaf, das kannst du auch... Ja, auf jeden Fall. Okay. Danke, Bruder, du bist der Beste. Jo, du auch. Ja, einfach nur sozusagen dort, wo Gras drauf gewachsen ist. Das fressen Schafe. Okay. Also ich schere das einfach immer so lange und dann warte ich, bis es neu nachgewachsen ist, ne? Genau, ja. Also wenn... Oh, er hat 3 gegönnt, ja. Wenn alles voll ist mit grünem Gras, ist alles cool. Aber du kannst ihn jetzt nicht einbauen und dann hat er unten kein Gras mehr, weil dann wird er nicht nachwachsen. Also ja. Nicht mehr die Wolle. Ja, alles klar. Ich glaube, ich hab's. Puh. Hugo hat Enderperle schon. Und, Alter. Hugo ist crazy weit schon. Aber der grüne Banner, Digga, der ist wichtig. Ich muss danach... Was ist das Smarteste danach, Chat? Danach gehe ich für Redstone farmen, oder? Kevin zu nerven. Bau Schnee ab, aber er hat Essen eigentlich. Ja, nice, oh mein Gott!
5, oh mein Gott, du Nutten. Ja, er ist. Ja! Oh mein Gott. Basti, du bist der Beste. Digga, das ging viel schneller. Basti, ich liebe dich. Du bist der Allerbeste. Okay, jetzt in Hallo Höhle. Bert. Hallo Montana Black 88. Du bist mein Lieblingsspringer. Boah, I'm sorry für die Donation, Bro. Es tut mir wirklich leid, ich hasse. Oh mein Gott, hier ist ein roter Pilz! Let's go. Wichtig. Yo, 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 yo. Du kannst dir im. In dem Iglo, da gibt's ein. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Einen Braustein und da kannst du die Redstone trade, Europa, wenn du Emeralds hast. Oh mein Gott, wie viel brauche ich? Ich hab 6. Ja, es reicht. Das ist der erste Trade direkt. Du bist ein verfickter Boss, Digga. Ist es andersrum? Oh, okay, gut, aber egal. Passt. So. Okay, jetzt nur noch alles im Nether. Jetzt ab Nether. Das Dia. Brauche ich Dia für irgendwas? Grüß Gott, Fabian. Eigentlich nicht, ne? Das hab's! Digga, wie viele Dias sind hier, Bro? Okay, jetzt nur noch Quarz und Enderperle. Das heißt, ich gehe jetzt in Nether, oder? Gibt's für Quarz irgendeine andere Option? Scheiße, Mann. Ich bin spiel sowas leider viel zu chaotisch, Bro. Ich müsste einfach mal. Ich glaube, wenn ich ein Slightly ein bisschen ruhiger spielen würde, dann wäre es easier. Da ist da so dieses. Aber ich könnte versuchen, unter Wasser das zu craften, das Portal. Vielleicht kriege ich das hin. Ist da drunter safe Lava dann? Nee. Minus 900, minus 1000. Boah, aber 1000 Blöcke traveln? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Payoff. Wie viel habe ich noch? 1, 2. Warte, den brauche ich nicht, ne? 1, 2, 3, ja. Da, einen brauche ich noch. Okay, das heißt. Boom. Boom, boom. Hey, Lattenschwanz. Raff dich. Warte. Die Leute wollen die Steine in den Weg legen, aber du kannst oh das mein schaffen. Gott, nein. Du bist besser als die, du bist besser als das und du bist besser als Hugo. Los, Chef, hol das Ding nach Hause. Okay. Oh mein Gott, Jesus Christus. Alright, Nether in, let's go. Come on, jetzt bitte gut spawnen, bitte gut spawnen. Okay, da drüben ist Quarz. Such im Nether einen Wort Forest das Polen. Ja, ja, ich weiß. Nein, oh mein Gott. Alter, ich zitter, what the fuck, ich hab einen Button gecraftet. Bro, ihr checkt nicht, wie ernst wir diese Sachen nehmen, ne? Holy shit. Oh mein Gott, let's go. 8 von 8, okay. 8 von 9 meine ich. Okay, scheiß auf die Karte. Jetzt nur noch eine Enderperle. Karte brauche ich nicht mehr. Aber jetzt mit Schild. Poggers. Come on, Warp Forest. Oder einfach ein Enderman so. Bitte ein Warp Forest. Oh mein Gott. Ich gebe Arsch für ein Warp Forest. Bitte. Hier ist gar nichts, Bro. Nein. Okay, nochmal am Spawn. Fuck! Fuck! Wo bin ich reingegangen? Es ist Nacht. Ich muss Overworld gucken einfach jetzt. Da sind zwei! Komm mal, Basti, ich mach dich stolz! Digga, warum sind auf einmal so viele hier? Ich weiß nicht, ob er gejobbt hat. Ich glaube nicht, nee. Fuck, ich brauche den zweiten noch, aber ich brauche Leben. Real Talk, ich sterbe einfach. Es ist minus 60, 1. Minus 60, 1. Minus 60, 1. Minus 60, 1.
Minus 61. Ich bin genau da gespawnt, wo ich war. Easy. Ich muss ihn irgendwie in dieses Boot trappen, ohne dass die anderen da sind. Jetzt, oder? Jetzt ist der Play. Geh rein, bitte. Nice. Wichtig. Fuck, Bro. Oh mein Gott. Bro. Nein, Bro. Ey, Jungs. Oh mein Gott. Bro, wie viele? Was ist das, Digga? Zombie-Mob-Battle von Basti, Bro? Ich muss ein Schwert craften, Digga. So, er droppt nicht, er droppt nicht. Er droppt nicht. Ich spot, ja, okay. Okay, jetzt weiter hoffen einfach. Einen einzigen, wenn er da nicht droppt, dann ist okay. Aber einen einzigen, bitte. Minute 25. Komm schon, bitte. Einen einzigen Enderman, please. Bitte! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Bro, dass die beiden nicht gegönnt haben, ist so sad. 50 Sekunden. Boah. 45 Sekunden. Das war's, glaube ich. Das war's. Das war's. Oh mein Gott, fuck. Oh mein Gott, Bro, aber wie unlucky, Digga. So, jetzt letzte Sekunde nochmal Enderman für den Tilt. Oh mein Gott. Bro, GG. Digga, GG erstmal. Boah, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Microphone One. Nee, wollen wir. Banco fragt, ob wir einen Decider wollen. Was heißt das? Naja, also nochmal ein entscheidendes Boah. Item, End-Item oder so. Oder wir adden nochmal 10 Minuten drauf. Oh nee, Bruder, 10 Minuten drauf adden wäre ich jetzt nicht so dabei. Oh, schade. Bro, ich habe 3 Endermen gekillt oder so, es gab keiner. Boah, ich habe so gesweatet. Okay, ja, wir müssen jetzt, wir machen ein Entscheidungs-Item. Ein einziges Item? I guess, ja. Wer jetzt erst ein Dia findet. Boah. Fifi, liebe, schau dir kurz die Clips von Bastian, das würde dich aufmuntern. Schnell. Pogas, so. Ja, ja. Ist genauso einfach wie Flaggen und Hauptstädte, weil das ist ja eigentlich nur was auswendig lernen. Das ist es, krasses. Ist es. Schnell. Ist die Wahrheit. Leider. Auswendig lernen ist Loser-Shit. Digga, die da. Okay, da drüben ist Quarz. Oh. Ja, ja, ich weiß. Der Teurangela-Wald! Nein, oh mein Gott. Ey, was macht der? Er fuckt mich so ab! Er fuckt mich so ab! Verständlich, Bro, verständlich. Alright, auf ein faires Endmatch, Bruder. Auf ein faires Endmatch. Ich wünsche dir das Beste. Good luck. Mit Wüste.
Digga. Alter, what the fuck. Ja, Bruder, ist halt auch wieder Dorfsimulator. Ja, ist der große Dorfsimulator. Boah, das macht aber so Bock, what the fuck. Ja, macht richtig Bock. Ha, ha. Bruder, du hast, deine Attitude stimmt nicht. Nein, Bruder, du kannst mich nicht verstehen. Bruder, weißt du, wie lange ich eine verfickte Wüste gesucht habe? Ja, Bruder, weißt du, wie lange ich einen verfickten Enderman gesucht habe? Du tust so, als hätte ich jetzt einfach... Nicht so, nicht so lange. Als wäre bei mir eine Stunde irgendwie weniger vorbeigegangen. Ich streife durch das ganze Land, Digga. Suche weit und breit, keine Wüste. Sorry, Ash Ketchum, Alter. Ich wusste nicht. Little Bro hat versucht, alle Pokémon zu fangen, Junge. Digga, so ein Banger, what the fuck. Oh, jetzt so ein richtiges Plains-Biom würde hitten. Oh, ist das Plains? Oh. Oh, das ist geil, okay. Okay, Hugo hat ein Lava-Bucket. Boah, ich sag ehrlich, dieses Game wäre so wichtig, dass ich das mitnehme. Ich wollte einfach mal. Oh nein, er hat ein Dorf gefunden. Folge die heute seit 9 Jahren. Oh, Scheiße. Ich war damals einfach in der 8. Mittlerweile bin ich einfach seit 4 Jahren ausgelernt. Digga, Passi, danke für die 25, Bro. Viel, viel Liebe, Mann. Okay, das ist Lava, nice. Okay, warte, jetzt nicht blown, ich mach's mal lieber so. Ich habe ihn nicht bekommen. Muss ich ihn einmal so hinwerfen? Okay. Ah, Digga, das ist ein Enderman, ich kann nicht mehr. Das ist so bodenlos, dass da jetzt ein Enderman ist. Fuck mich das ab, Alter. Ja, Bruder, kann hier auch mal was anderes kommen? Was ist das hier, mein... Ja, Bruder, Boot-MLG. Sorry, Digga. Bro denkt auch, er ist Hero Brian, Alter. So, jetzt auch mal eine Spinne spawnen, Banco. Banco, mach mal hier ein paar Spinneneier hin. Hier so... Super Spawn-Eggs, Digga. Eine Olympiade gegen Commander-Krieger wäre auch interessant. Man könnte machen, wer mehr Türen auf den Kopf geknallt bekommen kann, bevor er outbarst. Ja, let's go, oh mein Gott. Warte, wie geht es nochmal so? Nice. Jetzt noch ein Dorf hinten, come on. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, bitte. Bitte, Bro, ich brauch das so sehr. Jetzt sieht es aus, als hätte Banco mir das so hingecheatet, Digga. Real Talk. Hat er nicht, okay, fürs Protokoll. Come on, Bro, bitte. Mann, Junge, da hinten ist auch noch Dschungel. Digga, alles ist fucking Dschungel, Bro. Oh mein Gott, das ist over. Junge, du machst mich so sauer. Oh mein Gott, Digga. Hey Junge, ich wurde gefickt, Bruder. Ich war in 4 Biomen, wo kein Dorf spawnen kann. Bro, ich bin durch einen Zauberwald gelaufen, durch einen Dschungel und danach kam ein Birkenwald, Junge. Alter, wenn ich jetzt da gerade ausfahre, dann kommt noch ein Dorf, dann springe ich hier alles hoch. Ja, gut, dass der Server jetzt abstürzt, ey. Alter. Oh mein Gott. Digga, das war auch schon wieder intens, Junge. What the fuck, Mann. Was? What the fuck? Ey, viel Liebe an Banco fürs Organisieren. No joke. Absoluter Boss. Absoluter Boss. Wirklich. Ja, viel Liebe in den Chat, Jungs. No joke. Super, super sick. Ich habe ihn ganz spontan gestern Abend angeschrieben. Absoluter Chef. Wo sind meine Punkte, Regie? Alright. Punkte aufs Konto von Hugo, Digga. Oh mein Gott. Okay, wir haben aber nicht mehr so lange Sachen auf jeden Fall. Okay, let's go. Ja, only up, lol. Okay, das 11. Game um 11 Punkte ist... Spoiler noch was Chilliges, okay. Eine Runde 4 gewinnt, oh, Digga. Oh, okay, Chillo. Oh, das ist sehr wichtig. Boah, das chillt mich gerade extrem, dass das jetzt kommt. Oh, BO1. Okay. Alright. Ohne Chat? Ja, Chat ist zu. Alright, let's go. Good luck, Bruder. Good luck. Du bist dran. Also nicht, mein Freund. Boah, ich bin viel zu schnell gerade.
Warum sagst du nichts mehr? Digga, ich bin konzentriert. Boah, ich... Boah, das sieht besser aus für dich auf jeden Fall gerade. Oh, das gefällt mir nicht so. Ich bin da echt scheiße drin, Bro. Basti ist krass da drin. Ich habe Angst wegen der Zeit, Digga, dass das dann komplett vorbei ist. Ja, true. Das ist scheiße, was man nicht sieht, ne? Hattest du Ja. irgendwie irgendwas, irgendeine? Nee, du hast das ist jetzt dein Game. Aber ich glaube, 30 Sekunden ist Standard. Fuck, ich hab die ganze Zeit Angst, dass ich was übersehe. Wo hast du gesetzt? Fuck, ich Ich hab nicht gesehen. auch. Ah, da drüber? Ja. Oh, weiß ich nicht. Vielleicht. Das können wir hier. Man kann Dark Mode machen, ne? Was kann man Dark Mode oben rechts. machen? Oh mein Gott. Wow, danke, Bruder. Sehr guter Call. Gerne geschehen, Bruder. Wo hast du gesetzt? Fünfte Reihe. Von links. Du siehst so eine Umrandung, glaube ich. Ah, ne, siehst du nicht, ne, Moment. Ich check. Boah, das ist unnötig. Oh shit. Du hast mich richtig am Sack, du Wichser. Oh, du hast mich richtig gefickt. Fuck, Mann. Ich habe eher das Gefühl andersrum. Nee, du hast mich richtig gefickt. Boah. Boah. Warum ist das intens, Bro? Das war dumm wie Scheiße. Fick mich. Digga, Bro denkt. Ich hab gewonnen. GG. Ja, ne, hast du, warte, Hab gewonnen. wenn ich jetzt hier place, Hab gewonnen. kannst du da placen, dann muss ich da placen. Wenn ich da place, kannst du da placen, dann ist es over, ne? Ja. GG. Ja, kann ich irgendwas machen? Du kannst Ja. nichts mehr machen. Digga, keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ich hab gewonnen. Das ist bitter, Digga. Boah, das sind richtig bittere Punkte, Digga. Das hätte mich sticken müssen.
Boah, das, ja, ja. Das boah, Junge, gestinkt. Junge, Junge. Also, vier Gewinn fickt mich jedes Mal, Digga. Digga, da hättest du gewinnen müssen jetzt. Ja. Ich wusste, es ist vorbei an dem Punkt, wo du so eine Dreierreihe hattest. Chat, weißt du, du hattest so eine Dreierreihe, die in der Mitte war. Du hattest aber auch eine ekelhafte Dreierreihe. Genau ja, ja, da, wo ja, du ja, jetzt aber bei dir, hast. Deine ging in zwei Richtungen. Ja, deine auch. Ich glaube nicht, bei mir, ich glaube nicht. Doch, doch, deine auch. Hätte ich jetzt da zuerst gesetzt, hätte ich verloren. Boah, Digga. Boah. Ist halt lucky jetzt einfach. Boah, I guess, ich weiß nicht. Digga, crazy. Alter, 11 Punkte aufs Konto, Digga. Sind die schon bei Hugo drauf? Ja, ne? Ja. Ja. Die Scheiße bricht mich auseinander, Digga. Ich glaube, ich muss noch zweimal gewinnen. Digga, soll ich dir was sagen? Oh mein Gott, nein. Du tust mir ein bisschen leid, wie ich dich gerade ficke. Oh mein Gott, das ist over. Das ist over. Was, hast du gedreht schon? Ja, 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 ja. Wir müssen als nächstes machen, wer als erster 3 Bottle Flips schafft. Oh mein Gott, geil! Das geil, ist so geil, scheiße, geil, ich bin gefickt. Geil! Ich bin gefickt. Sorry, geil! Das schaffe ich niemals. Komm, Discord-Call, Video, komm, mach an! Oh mein Gott, ich werde hier irgendwo so gefickt gerade. Okay. Alright, also, es geht darum, wer als erster 3-mal hintereinander Bottle Flips schafft. Back to back to back, okay? Also, wir müssen alle 3 hintereinander sein. Was? Back to back to back, Bro? Ja, ja, genau. Nein, das höre ich gerade zum ersten Mal. So habe ich das verstanden. Gestern. Als was? Ja, so habe ich das verstanden. Oh, Bruder, okay, dann, okay. Können wir, ich habe kein Problem damit, aber das höre ich gerade zum ersten Mal. Ja. Wie wärst du? 472. 472, okay. Wie wärst du? Warte. Boah, wo soll ich zocken? Ey? 475. Ist das legit 3 Gramm oder soll ich rausmachen? Trink ein bisschen. Boah, nee, Digga, das ist mit Cola, Bro, das kann ich nicht. Digga, boah, sorry, Mr. Adel, Alter, what the fuck. Digga, ich finde Cola so räudig, außerdem bin ich auf Clean. Digga, da ist Wasser drin. Ja, aber mit Cola-Geschmack. Überräudig. Nein. Okay, 73, Bro, es ist 1 Gramm off. Okay, okay. Ja, ich habe auch gerade 473, ich habe glaube ich, draufgespuckt oder so. Okay, perfekt. Ja, bei mir ist es, jetzt ist 472, es schwankt so ein bisschen. Okay, 1 Gramm passt. Alright! Okay, mach komplett zu, Luft weg jetzt. Ja. Mach komplett zu. Okay, Chat, Tisch oder Boden? Ich würde sagen Tisch für Stream. Ja, ey, ganz kurz, ja, was meinst du mit Luft weg, Digga? Soll ich Vakuum in die Flasche machen oder was? Was genau war der Call, Bro? Okay, bist du? Ja. Dann würde ich sagen, 3-mal hintereinander. Wer als erstes 3 Back-to-Back-to-Back Bottle Flips schafft. Okay. Um 12 Punkte. Okay, good luck, Bro. Good luck. 3, 2, 1, go. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Oh mein Gott, ich bin voll auf die Seite geflogen. Einmal? 2-mal? Digga. Ich hab noch nicht mal eingeschafft, Bro. 1. 1, Digga, meins komplett kaputt. 1. Bruder, guck dir das an! Darf ich reinpusten, um zu reparieren? Wow! 2. Das war Betrug gerade! 3, hab gewonnen. Nein, Retail, das war Betrug gerade! Nein, Bro, nein. Da, VAR, Digga, Retail, VAR! What die kippt so! Nein, die kippt so weg, Digga, du warst Bro! Nein, die ist nur hierher gerutscht, aber die hat gestanden. Nein, VAR! Retalk, das war Fehler von dir dann. Okay, VAR, aber ich sag dir wahr, Bro. Retalk, du hast die so. No joke, ich würde sagen, wenn der umgefallen wäre. Eier, auf Zeug. Hey, Bro, wir brauchen kurz deine Hilfe. Sorry fürs Nerven nochmal. Ja, alles gut. Okay, pass auf, folgendes. Wir spielen gerade, wer 3 Bottle Flips in a Row schafft. Und Hugo sagt mir, dass meins nicht gezählt hat. Und du musst jetzt entscheiden, ob es gezählt hat oder nicht. Weil ich der Experte der Bottle Flips bin. Nee, aber du bist die fairste Person, die ich kenne. Okay, das weiß ich sehr zu schätzen. Okay, ich schicke einfach mal einen Clip in deinen Chat rein und du guckst es dir an, okay? Also, 1 von Kevin. Bruder, guckst du dir das an? 0 von Kevin. Darf ich rein? 1 von Kevin. 2 von Kevin. Das war Betrug gerade. 3 von. Nein. Hä? Wieso? Warte, was meint er? Das war Betrug gerade. VAR, Digga. Er muss drauf achten. Er hat nicht drauf geachtet. Warte, was? Ist das krank? Darf ich reinpusten? 1? Digga, als ob das keiner sieht, bin ich komplett dumm, Alter. Also, Real Talk. Ich hab gedacht, dass das jetzt hier so ein ganz großer Skandalclip wird, aber.
Das geht in meine Tasche, Bro. Weil er festgehalten hat, hat er. Oder schick mir den. Darf ich reinpusten, um zu reparieren? Hey, reparieren? Also, Bruder, der wäre. Wie sauer du bist. Nein, Digga, Retalk, also da kann mir keiner erzählen. Digga, jetzt hätten wir so um 3 Millionen Euro gespielt. Wow. Digga. Ich kann, so schlag den Rahmen zu spielen. Offen. Wirklich offen und ehrlich. Wenn ich jetzt gegen Kevin eine Olympiade spielen würde und Kevin ist mein Erzfeind und es ist jetzt gerade die Entscheidung, ich würde das durchwinken. Ich würde sagen, er hat gewonnen. Nee, Digga. Also das ist, also da zu sagen, dass das nicht zählt. Das ist kranke Scheiße. Da, also für mich ist das auf jeden Fall. Also ich würde das durchwinken. Ich habe gedacht, dass die halt What the fuck, man, schick mir den Clip. Ich oder so nur stand. Der entscheidendste Part ist doch, dass, also bei einem Bottleflip geht es doch darum, dass sie einfach nur stabil steht auf dem Tisch. Und sie ist doch überhaupt nicht weiter im Schwanken gewesen oder so. Sie ist doch, sie ist perfekt ausgerichtet und nicht mehr am Wackeln. Und es ist ja schon die Abbremsphase. Für mich zählt es. Also ich würde hier Kevin den Punkt geben. Guck mal hier. Wer ist er? Guck mal ihn hier. Digga. Das sind meine Punkte, Chad. Let's fucking go. Ich habe Hugo in seine eigenen Disziplinen geschlagen. Mit wem redet er? Bro, was. Bruder, er soll sich nicht so reinsteigern, Digga. Es ist nicht so deep. Real talk. Schulabbrecher soll die Fresse halten, oh, der soll mal nicht rumholen, der 53 Punkte. Digga, ich sag, der wäre runtergefallen. Ey, Bro, er soll sich nicht so reinsteigern. Real talk, ist nicht so deep. Alright. Browski, sollen wir weitermachen? Oder brauchst du noch kurz? Dann hol ich mir kurz ein Wasser. Ich brauch noch kurz. Okay. Warte, ich mach dir was an, okay? Ja. Ich übertrage das Bildschirm gleich. Okay, das machst du kurz einfach mit, ja? Ja. Hey, schön, dass du da bist und dir Zeit für diese Meditation nimmst. Bitte achte darauf, dass du für die nächsten Minuten vollkommen ungestört bist, damit du dich voll und ganz auf die Meditation einlassen und dich in einen Zustand der absoluten Ruhe und Entspannung begeben kannst. Lass uns beginnen. Finde eine bequeme und aufrechte Position im Sitzen. Gerne den Schneidersitz. Wenn du magst, setz dich gern leicht erhöht auf eine gefaltete Wolldecke oder auf ein Meditationskissen. So kann sich dein Becken aufrichten und dein Rücken. Bruder, du hast das gar nicht gemacht! Doch, ich mach gerade! Ach so, sorry. Ey, ja, ich merk schon, du bist komplett im meditativen Zustand schon, sorry. Sollte die Position für dich unbequem sein, kannst du auch gerne den Fersensitz oder einen. Ey, wollen wir die Meditation in zweifacher Geschwindigkeit machen? Was geht denn jetzt ab? Achso, ist das bequemer? Okay. Andere Position deiner Wahl einnehmen. Finde deinen Sitz. Nein, mach langsam! Und dann erlaube deinem Becken ganz schwer zu werden. Was ist Becken? Verwurzel dich über deine Sitzbeinhöcker satt in den Boden. Mit deinem Po quasi. Schick deine Scheitelkrone Richtung Himmel. Oder mach Augen zu und mach Hände so. Zieh dein Kinn ganz minimal Richtung Brustbein. Ja, Kinn Richtung Brustbein. Spür die Länge und Aufrichtung deiner Wirbelsäule und die sanfte Dehnung in deinem Nacken. Das ist scheiße. Roll die Schultern zurück. Lass sie ganz schwer werden und spür die Weite und Öffnung in dein Schlüsselbein. Nein. Wenn du das Bedürfnis hast, auch deine Handgelenke zu kreisen, deine Finger zu bewegen, vielleicht Mann, sogar deinen Kopf ein paar Mal von der rechten zur linken Seite zu kreisen, dann fühl dich hier ganz frei und mach intuitiv die Bewegung, die es für dich jetzt gerade in diesem Moment bedarf. Ist auf dem Rave gerade. Um mögliche Spannungen zu lösen. Der hat auch eine Pappe genommen. Alter, holy shit. Alter, what the fuck. Wenn du soweit bist, leg deine Hände entspannt auf deine Oberschenkel oder Knie. Lass die Handflächen nach oben oder nach unten zeigen.
dann schließ sanft deine Augen und nimm dir die Zeit, um bewusst anzukommen. Vom Steißbein bis zur Scheitelkrone. Timeout? Was los? Hast du einen Stiffen? Ich bin wie ich. Wow. Willkommen. Die ganzen zurück. Hater haben recht. Ich habe einfach nur rumgeheult. Willkommen zurück. Ja, ich bin ein schlechter, ich bin ein schlechter Verlierer. Ist schön, dass du wieder hier bist, Bro. Alright? Ja? Du bist kein schlechter Verlierer, alright? Doch, doch, das bin ich. Nein, bist du nicht. Doch. Doch. Wir haben alle recht. Wir haben alle recht. Gib auf, Hugo, gib auf. Die ganzen TikTok-Kommentare haben recht. Hugo L. Ja, haben sie. Es werden auch morgen TikToks kommen von meinem Rage, wie ich alle zu Tode beleidigt habe aus meinem ganzen Herzen. Ja. Und da werden auch Leute schreiben, ah, Hugo. Ja, ja, haben sie recht. Da einfach so ein lüttes Hurensohn drunter schreiben, einfach mit dem Main-Account. würde ich fühlen. Wollen wir ins nächste Game rein? Ja, davor mache ich noch einen Bottleflip, okay? Okay, mach. Ein Bottleflip. Du Hurensohn. Alright, ich roll. Bist du ready? Jawohl. Alright, let's go. Oh, das ist Mario Kart. Nee, Digga. Hey, Bo, tank die fucking Karts. Tank die Karts, Bos. Oh, scheiße, Digga. Das ist Mario Kart, Digga. Was wollen wir für Cup? Wir müssen, ich glaube, wir fahren einfach, jeder wählt eine Map aus und es kommt eine random. Hast du auch eine? Achso, okay, check. Ja, okay. Und wir machen einen kompletten Cup. Vier Runden. Ja, vier Runden einfach nur. Und wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt. Okay. Alright, good luck, mein Bruder. Good luck. Ey, ist rechts oben Kamera gut für dieses Game? Ich weiß es immer nicht. Ich glaube schon, ne? Nee, mach oben links. Safe call? Rechts oben sind Items. Ich glaube, es ist Cap, oder? Ich glaube, ja, mach wie du willst. Okay, ich fahre sonst einfach. Ich muss jetzt so fahren. Ich kann's erst mit Game changen. Sind Bots aktiviert? Ja, ich glaube schon, ja. Oder ist das Arsch, das Kart? Oh, nee, Bruder, ich hab dieses. Digga, ich hab diese scheiß Kontrolle da an. Du hast den Fahrtpimmel an? Ja, Bro. Ey, dann lass neu starten, Real Talk. Nee, Bruder, passt du, ich fahr damit. Ja, okay. Digga, Elke nennt den immer den Hilfspimmel. Ja, Bruder, ich hab alles auf Standard, ich check nicht warum. Du musst, glaube ich, auf Controller-Stick reindrücken oder irgendwie sowas. Also, du kannst es mit Race nur ausmachen. Echt? Wie? Was muss ich drücken? Ach, Digga, meine Plus oder so? Also, Rito, Digga, ich verdecke jetzt die Eier, das ist voll Idiot. Wenn ich seit mehreren Monaten so bin, aber heute schon den ganzen Tag dabei und in Joy Plus. Ich kann doch nicht mit Race Plus drücken, what the fuck? Ey, danke für die Donation, ich kann gerade nicht muten. Oh mein. Digga. Ja, das ist krass. Plus ist Menü, Digga, ich bin komplett stehen geblieben. Auch mal anstrengen, Keule. Also Bruder, ich will wirklich nicht den machen, aber ich habe dir angeboten, dass wir neu starten. Du hast abgelehnt, du bist selber schuld. Ja, ist okay. Oh no. Gönn dir. Bruder, oh mein Gott. Ja, mein Gott, Digga. Digga, jetzt habe ich es einfach aufgemacht. Scheiß drauf, ich bin jetzt komplett weit hinten. Oh, Digga, der scheiß rote Panzer, Mann. Boah, diese Karts sind so scheiße, ne? Ja. Du kleiner Bastard, Alter. Nein, was? Gesniped. Digga, du Wichser. Ey, wenn ich das gewinne, ist halt crazy, ne? Ich seh nix.
Mann, Junge, ich hab diese Wichse auf meinem Bildschirm. Ja, das hast du, glaube ich. Oh, du Nutten, Alter. Bruder, oh. Midgame ist mit dreimal stehen geblieben, Digga. Trotzdem, Gott, wie scheiße bist du? Er hatte fast Prime Perfect Blue Shell Dodge. Doch, ich hab's gesehen. Ich hab, es war gar nicht intended, aber ich hab aus Versehen bin ich in eine Banane reingefahren. Hab dadurch quasi über OP, Digga. Ich hab das, ich hatte immer das Gefühl, das bringt was, aber ich wusste nicht, ob es was bringt. Also, checkt, was ich meine? Ich hab mich nie darüber informiert, ich wusste nicht, dass es ein Ding ist. Aber das bringt was, oder? Ja, Banane schon, ja. Ich glaube, also, nee, oder alles, glaube ich. Außer du fällst irgendwo runter. Ich glaube, weil die Blue Shell, die killt dich länger quasi, oder? Ja, ja. Lang lebe die Autistenpartei. Na, let's go, Bruder. Schere. Ja, Digga, da freut man, sich doch. Oh mein Gott! Oh da mein Gott, demolished! Oh mein Gott! Digga. Gefickt! Oh mein Gott! Kannst du mich dann weiterempfehlen? Wäre nice von dir. Liebe für dich, gelatten Knödel. Digga, du Ratte! Oh, hast du gesehen, wie clean ich diese Red Shell da geduscht habe? Oh mein Gott! Tschüss. Ja, kann ich nichts machen. Meine Augen brennen. Ich hab fast 0 Uhr Schlafenszeit. Digga, Hugos Augen mussten noch nie so lange wach bleiben. Noch nie so viel weinen. Hat dich der rote Panzer eigentlich getroffen? Ja. Oh, da kommt, glaube ich, ein blauer, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh, schade. Du denkst, wär's krass, ne? Jo. Oh mein Gott, Digga. Digga, du hast einen roten noch? Ja, einen roten und drei. Und drei. Digga, Alter, ist das scheiße, Mann. Na, fuck me, Digga. Digga, bist du scheiße. Oh. Du bist auch runtergefallen, oder? Oh mein Gott, du bist zweimal runtergefallen, oder? Bist du gerade zweimal runtergefallen? Warte mal, du bist. Warte mal, hä? Warte, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, das war ja das Instant-Karma des Jahrhunderts gerade. What the fuck? Das ist krass, dass du jetzt gewinnst. Ja, warte mal ab. Du hast gewonnen, 100%. Ja, du hast gewonnen, GG. Digga, das kann nicht sein. Oh mein Gott, let's go. Boah! Wichtig, der war wichtig, der war richtig wichtig. Oh, Digga. Alter, wer auch immer diesen blauen Panzer geworfen hat, du bist ein Boss, Digga. Aber wir haben gleich viele Punkte gerade. Okay, das ist gute Piste, aber ich mag die. Meine Lieblingspiste. Check ich, ist eine sehr gute. Ja, ich liebe es, Digga. Boah, Bruder, ich sag ehrlich, ich hätte schon wieder Bock auf Snowboarden. Boah, Rita bei mir, weiß ich nicht. Warum? Weil ich bin 3 Wochen alt. Ja, Bruder, ich war ja 3 Wochen durch. Was meinst du mit 3 Wochen? Ich war ja davor schon eine Ach so, Woche. Ach so, ja, okay, stimmt, du hast schon eine Woche länger, ja. Ja, du hast es ein bisschen Overkill gemacht dieses Jahr. Ja. Oh mein Gott, wie scheiße. Ey, wir sollten wirklich über so einen Content-Sommerurlaub nachdenken. Also sowas wie der Winterurlaub, nur ein bisschen kürzer und im Sommer irgendwo. Und irgendwo, wo es geil ist. Ich weiß nicht, wo es geil ist. Ist Hugo nicht Nintendo-Fan? Er folgt zumindest Nintendo und so. Wie kann er dann so aus Nintendo-Games sein? Jemand meinte, dass er nicht versteht, wie du so scheiße sein kannst und dann trotzdem Nintendo folgst. Ich verstehe nicht, wie diese zwei Sachen zusammenhängen, aber... Also was hat das damit zu tun, Nintendo-Videos zu gucken und also... Ja, als wäre jeder Nintendo-Zuschauer der Überpro.
hab Momentum verloren. Oh mein Gott, fuck me, Bro. Seitdem du mir ein Fingerherz auf der Motorsauce zugeschickt hast, nachdem ich Käfen geschrieben habe, kann ich an nichts anderes mehr denken. Danke für die Donut. Bitte, Bruder, bitte Hitte. Oh nein, das war's. Oh, geil! Oh mein Gott. Okay, fuck, bro. Let's go, Digga. Okay, letzte Runde, Bruder. Was ist denn, wenn ich jetzt... Okay, wir haben... Du bist jetzt... 3 Punkte vorne. Ich bin 2-1. 2-1 steht's. Ja, wenn ich jetzt, letzte Runde hole... Ich muss letzte Runde gewinnen jetzt. Du musst die jetzt gewinnen. Wenn nicht, dann hab ich gewonnen. Ja. Oder lass mal auf Poche noch am Ende Babypark machen. Oh, deine Map ist auch gut, das ist diese Zelda-Map, oder? Bruder, wenn jetzt Baby Park kommt, dann ist krass. Nee, Bruder. Also, trollst. Oh mein Gott, das ist krass, aber smart von dir. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht. Alright, letztes Rennen, ich muss das gewinnen, Bruder, sonst ist es over. Digga, ja, das ist das letzte Rennen, das ist crazy. Ja, das ist kranke Scheiße, Mann. Verpiss dich. Wird da mal vorbeiziehen, Keule. Mann, Bruder, es, ja, du hast halt gewonnen. Oh mein Gott, cool. Oh nein, ich will dich das nicht selber. Oh Gott. Sommerurlaub. Thailand mit Hufe und Thai-Massage. Ich würde gern das Gesicht sehen. Digga, fick mich, Alter. What the fuck? Ich bin nicht mal Zweiter. Das ist krass. Der auf der Motorsauce ein Fingerherz bekommen hat, Kevin hatte mir den Mittelfinger gezeigt, als ich gerufen habe, er soll sich mal Mühe geben. Bruder, oh mein Gott. Oh nein, ich bin blau ab. Hugo unterstrich mit unterstrich K. Hey Hugo, soll ich dir was aufmachen und das sagen? Nein, Bruder, Retalk, das ist respektlos, dass du das reingemacht hast, Digga. Für mich bist du der Gamer of the Year. Du bist mein Gotti. Oh mein Gott, scheiße, geworfen. Let's go! Alright, wenn Hugo jetzt nicht Zweiter wird... Okay, du bist doch, Zweiter. Doch, ja. Das hab ich erst mitgame realisiert, Digga, okay, dass ich auch noch Zweiter werden muss. Wir sind beide Erster geworden. Wir haben beide 4 von 2. Ey, Digga, bitte lass uns... Wir machen das nochmal, aber Bruder, bitte kein Babyfuck. What the fuck? Bitte. Okay, ein abschließendes Rennen. Ja, auf welcher Map? Jeder macht eine Map und die Map zählt. Eine letzte Map. Letzte Map entscheidet. Alright, Bro, letztes Rennen, Digga. Das entscheidet jetzt. Oh mein Gott, ich hab gefurzt. Alright, let's go. Mario Kart ist auch so ein zeitloser Klassiker, oder? Ja. Bro, es ist aber so geil einfach. Die sollen mal neue releasen. Ja, auf jeden Fall. Bruder, es ist sowieso Zeit für eine neue Konsole, Mann. Ja, Digga. Wir brauchen eine neue Konsole, Leute. Aber ich denke, in den nächsten 2 Jahren wird da nichts kommen. Vielleicht sogar länger. Warum lachst du? Ja, das hier hat gesagt, könnt ihr auch mal was anderes spielen, ohne dass ich an den Herzinfarkt sterbe, weil es die ganze Zeit so spannend ist. Ja, Bro, ich schwöre, aber alle Games waren spannend bis jetzt, ne? Bro, ich, oder? Digga, das ist eine der geilsten Olympiaden, die ich gemacht habe bis jetzt. No joke. Die ist übelst geil, ist eine richtig geil, auch wenn ich alles verliere gerade. Aber es ist, Junge, diese Games, die wir machen, sind übelst geil. Und die sind auch immer, wir haben fast alles, war immer übelst knapp, Bro. Also ja. Real Talk, es ist egal, wer am Ende gewinnt, Bruder, es ist übelstes Kopf-an-Kopf-Rennen. Also am Ende warst, muss man fairerweise sagen, du auf jeden Fall besser bis jetzt. Aber trotzdem geil. Digga, wir gucken hier beide rum mit unserer... Oh. Oh mein Gott, hast du gedodged? Oh mein Gott, das hat mir den Arsch gesaved. Oh mein Gott, das gibt's nicht, Bruder, das ist ja so dreist. Was? Digga, von der Seite. Digga, mit der grünen. Und ich habe sogar eine Banane draußen.
Ja, aber von der Seite. Ja, ja, ich weiß, aber holy shit. Boah, das war das Ende. Oh nein, ich hab jetzt nicht die zwei Items bekommen. Oh mein, ich hab gewonnen. Oh mein Gott, ja, das war so wichtig, dieser grüne, Digga. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott, sehr wichtig. Oh mein fucking Gott. Bruder, Alter, der grüne war ja so krank. What the fuck? Boah. Alter, Junge, gefühlt verliere ich alles in der Overtime, Bro. Ist das scheiße. Aber der Sniper krass. Alright. Ich sag, das war Karma für Babypark, Digga. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt beim 13. Game. Ist das richtig, Chat? Das nächste Game. Oder sind... Wait, ich muss doch eins gewinnen, glaube ich, ne? Allgemein, wenn Hugo ein Spiel noch gewinnt, hast du gewonnen, Bro. Dann kriegst du von mir 1000 Euro, Digga. What the fuck? Oh, das sind noch zwei. Nee, das sind drei Sachen, wo du gewinnen könntest. Ja. Einfach. Bro, wenn jetzt CSGO-Kiste kommt und ich verliere das, Digga, dann breche ich. Boah, das wäre krass, Alter, dann breche ich aus. Und dann ziehst du da so ein Knife oder so, Bro. Dann breche ich auseinander. Ich will Loki die CSGO-Kiste haben, weil das geht doch nicht. Ja, CSGO-Kiste wäre krass, Digga. CSGO-Kiste wäre so gut. Komm, mach. Oh mein Gott, Geo-Bingo, Digga. Nein, ist gut für dich, Bruder. Ist gut für dich. Boah, weiß ich nicht. Doch. Oh mein Gott, okay. Alright, also das Game Geo-Bingo gibt's eigentlich gar nicht mehr. Aber Robin hat uns eine Custom-Version davon aufgesetzt. Beziehungsweise den Code einfach von dem Guy, der das gemacht hat, genommen, beziehungsweise bekommen auch. Also es ist auch abgesprochen. Und wir haben eine Custom-private Version, die 1:1 die normale Website ist. Dann können wir die zocken. Kann man da Adresse leaken? Nee, aber mach mal F11, dass man oben Dings nicht sieht. Also, falls ihr das Ganze nicht kennt, im Grunde, wir können uns überall auf der Map mit Google Street View bewegen. Überall können wir rumlaufen, okay? Wir werden jetzt gleich, sagen wir, 10 Wörter oder so uns überlegen, uns dann eine halbe Stunde Zeit nehmen und man darf überall auf der Welt diese Sachen finden. Als Beispiel, wir hatten mal Rollstuhlfahrer. Dann muss man den Rollstuhlfahrer finden und ihn sozusagen wie so screenshotten. Und der am Ende nach 30 Minuten von uns mehr Sachen hat, gewinnt. Good luck. Alright, 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, ich mute. Alright, wo fangen wir an, Bruder? Krankenwagen, Dixi-Klo. Ich glaube. Chat aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay, ich denke, ich gehe mal auf, ich gehe mal New York, Bro. Ich habe das Gefühl, in New York City, Bro, geht am meisten Scheiße ab. Okay, so, Chat mal ein bisschen kleiner machen oder ganz klein machen, so dass ich notfalls sehe, wenn der Streamer ausfällt. Okay, was brauchen wir? Krankenwagen, Disney-Klo, grüne Hose, Oma. Das ist eine Oma, oder? Na gut, ich finde noch eine bessere, glaube ich. Grüne Hose, Disney-Klo. Ich bin in Chinatown, Bro, oder? Ja, das ist eine fucking eindeutige Oma, holy shit. Also die ist mega Oma. So, okay. Rotes Auto, let's go. Holy shit, Bro, das ist crazy. Boah, ich weiß, oh, zählt das als Haus? Ist Auslegungssache, ne? Ich würde es jetzt nicht als Haus gelten lassen. Ich frag mal direkt. Bro, ich habe so eine, ich sag mal so wie so eine Art roter Block, sag ich mal. Also es ist kein richtiges Haus, so mit Dach und Shit, sondern es ist kein halt Haus. So ein Mehrfamilien-Ding, weißt du, was ich meine? Kein Haus. Okay, sagen wir bei Haus so ein richtig, so ein freistehendes. Genau. Okay. Oder hast du so Hälfte vom Haus? Nee. Ja, so eine halbe, ich habe halt so ein rotes Hotel oder so, sag ich mal, so riesig. Ach so, nee. Würde ich jetzt aber nicht sagen. Aber wenn das so eine zweite Haushälfte ist, dann ja. Aber so ja, okay, Doppelhaushälfte würde ich auch gelten lassen, ja. Check ich. Machen wir so. Digga, wo bin ich denn jetzt gelandet? What the fuck? Bro, ich weiß nicht, wo stehen denn so Dixie-Klos? Wo macht man das dann? So auf Baustellen oder so, ne? Rollstuhlfahrer, Hund, Feuer. Feuer, Digga.
Wo finde ich Feuer, Bro? Okay, das zählt doch als rotes Haus, oder? Das ist so backsteinmäßig. Ich mag's mal. Vielleicht finde ich noch was Besseres. So. Hä? Ich bin in der Zeit verrutscht. Ich dachte vorne, es ist ein rotes Auto. Kann man suchen, so Suchleiste? Nee, oder? Nee. Okay. Bro, ich dachte, es ist das Auto, es ist rotes Haus gewesen die ganze Zeit. Bro, ich dachte, wir haben beides, ich Vollidiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte, ich bin viel besser, als ich gerade actually bin. Okay. Ich glaube, to be honest, ich werde hier nicht so richtig finden. Ich Feuerhund, grüne Hose. Ich gehe mal in irgendeine Stadt, wo mehr Leute sind, die so rumlaufen. Wir gehen mal nach London. London ist immer Safe Shot eigentlich. Da werde ich auf jeden Fall einen Hund finden. Bruder, what the fuck? Wo zum Fick bin ich? Da war gar keiner, Bro. Okay, gehen wir in so einen Park. In einem Park wird ein Hund sein. So, wo sind die Hunde, hä? Dicker, keiner hat einen scheiß Hund. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott, sie sitzt im Rollstuhl. Let's fucking go, Big W. Okay. Jetzt noch ein Hund, wäre krass. Ja, das ist so ein Touri-Shit, ne? Da geht jetzt keiner mit Hund hin, vielleicht. Ist vielleicht ein bisschen zu stressig für so ein Doggo. Vielleicht muss ich eher so ein bisschen weiter in den Park, der daneben ist. Geh ich mal hier so hin. Bro, hier ist kein fucking... Oh mein Gott, der hat einen Hund auf der Hand, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das zählen würde. Ich mach mal nicht. Boah, das ist ein Hit. Bruder, keiner läuft hier mit Schuhen rum, Alter, und keiner hat einen fucking Hund. Junge, ein Kind, Bruder, alles Unnötige. Ich brauch einen Hund. Digga, ich habe legit einen verfickten Schwan gefunden. Bro, haben die Leute in UK keine Hunde? Fuck, ich muss vielleicht in einen anderen Park gehen. Bruder, hier ist kein Dog. Aber es ist halt auch nicht der, es ist halt Tugi-Shit, ne? Ich gehe mal so ein bisschen hier hin, in diesen Park. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger Touri. Digga, what the... Oh mein Gott, es hat funktioniert. Let's go. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Let's fucking go. Alright, grüne Hose, Dixie-Klo, Krankenwagen. Krankenwagen, Bro. Ja, dann gehen wir wieder in die Innenstadt hier. Ich glaube, London ist actually der Play. Grüne Hose. Ja, Digga, grüne Hose. Ich habe 20 Minuten noch. Es läuft echt gut. Boah, wo würde am ehesten ein Krankenwagen langfahren? Wahrscheinlich auf der Autobahn, oder? Boah, ich glaube, da war gerade ein Tesla, aber wir haben es rausgemacht aus der Dings. Ich meine... Klassiker wäre halt auch ein Krankenhaus zu finden, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme, Digga. Oder? Oh mein Gott, was ist das hier? Medivet? Das ist Medivet, Bro. Medivet hört sich an, als wäre das was. Bro, what the fuck? Was ist das? Ah, das ist wahrscheinlich so ein Veterinär-Dings. Wie heißt das? So ein... Ich komme gar nicht aufs deutsche Wort, Bro. Wie heißt es denn? Tierarzt. Hey guys, I was born here in America. Oh, was hier? Health Center.
Digga, hier muss doch was sein. Bei Gott. Nee. Aber das ist dieses Zeichen, was ich brauche. Fire Station. Medical Center, was ist das? Oh, sorry. Sorry, Jan. Die HD, die stinken nicht. Real Talk. Ah, 20 Minuten noch. Dixie-Klo finde ich irgendwie tricky. Warte mal. Dixie-Klo vielleicht ein bisschen mehr Hood gehen. Vielleicht so ein bisschen so Thailand-mäßige Nummer. Oder so Vietnam ist gut. Ja, ja, lass mal Ho Chi Minh oder so. Hier könnte auch so random ein Feuer sein, habe ich das Gefühl. Boah, Digga, das war so geil. Das war der beste Urlaub, glaube ich, den ich je hatte, Mann, mit meinem Dad zusammen. Junge, hier mit Motorrad durchfahren, Bro. Es sieht so low aus, aber es ist so ein Vibe, wenn man vor Ort ist. What the fuck, Bro? Und das Essen ist awesome, Mann. Und die Menschen sind turbo nett. Bruder, die haben hier keine Dixie-Klos. Was ist das hier für ein Saftladen? Doch, no joke, wenn ich Berlin hätte, dann wüsste ich direkt, wo ich hingehen müsste, Alter. Dann dieses rote Rathaus, Bro, da habe ich 2 Jahre oder 3 Jahre gewohnt, die haben nur gebaut da. Feuergrüne Hose. Okay, ich gehe erstmal für grüne Hose, glaube ich. Grüne Hose erscheint mir relativ machbar. Da sage ich, gehen wir nach Los Angeles an den Santa Monica Beach. Wo ist der? Hier, ne? Ja, genau, wenn das Beach meine ich, ja. Ja. Oder könnte auch Agent Dixie Klo sein? Okay, komm, irgendwer mit einer grünen Hose, bitte. Scheiße, der Play ist vielleicht doch nicht das. Vielleicht soll ich nochmal zu. Vielleicht soll ich doch nochmal nach London gehen, Bro. Da waren echt viele Leute, wo ich gerade war. Ich gehe nochmal nach London. 20 Minuten. Hugo hat auch 5 Dinger, glaube ich. Wenn es richtig angezeigt wird rechts. Komm. Irgendwer mit einer grünen Hose, Leute. Und ein Krankenwagen, Bro. Wäre so crazy. Digga, man muss so aufpassen, dass man nichts übersieht, Junge. Boah, ich weiß nicht, ob das als grüne Hose zählt. Ich mache mal ein Foto davon, aber wenn ich was Besseres finde, nehme ich das. Digga, komm, bitte einen Krankenwagen. Vielleicht soll ich nochmal die Stretch Shrine mit den Krankenhäusern. Digga, Bro hat eine blaue Hose. Boah, ich weiß nicht, ob diese grüne Hose zählt, Mann. Ja, ich glaube, ich sollte die erstmal zählen lassen. Für mich persönlich. Und auf den anderen Stuff gehen. Was ist das hier? Unterwäschewerbung. Huch. Ach, Digga, ich dachte, Dixie Claude Bro ist eine Telefonzelle. Bei Gott. Aber Bro, Real Talk, da wurde safe auch schon reingeschissen, sag ich. Ich glaube, da wurde schon der ein oder andere Dump wurde da drin schon getaked. Ist schon passiert, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich hätte sogar Hugo das wahrscheinlich als Dixie-Klo verkaufen können, er hätte es nicht gecheckt.
Bro, ich hab Angst, dass Hugo gleich mit der richtigen Scheiße um die Ecke kommt. Okay, ich muss hier raus. Wir müssen nochmal versuchen, die Strat zu machen mit den Krankenhäusern. Hospital, oh mein fucking Gott. Ich wichse mir meinen Schwanz ab. Also bei Gott, hier muss ja einer sein. Hier, das sieht aus, als würden die hier reinfahren. Oh mein Gott, let's go. Let's fucking go. Okay, nice. Let's fucking go. Alright, Dixie-Klo, Feuer. Digga, Dixie-Klo, Feuer. Wo findet man Feuer, Bro? Und noch viel mehr. Wir gehen mal nach Südafrika, Bro. Das ist so in meinem Kopf. Gehen wir nach Kapstadt. In meinem Kopf gibt's da sowas. Digga, what the fuck? Dixie-Klo ist, ich glaube, Kapstadt auch nicht so der Ort, ne? Das ist so zu... Ja gut, ich meine auch... Ich wollte gerade sagen, zu westlich, aber... Ich meine, das heißt ja nicht, dass es hier kein Dixie-Klo gibt, deswegen... Es gibt ja auch bei uns was. Bruder, wo finde ich denn Feuer? Ich muss irgendwas mit Baustelle überlegen. Baustelle, wo wird viel gebaut? Vielleicht mal an so einem Flughafen oder so gucken? Also hier wird kein Dixie-Klo stehen, bei Gott. Das ist useless as fuck hier. Vielleicht in so einem Park? Ich weiß nicht, in Berlin würden die das in so einen Park reinknallen? Okay, da ist eine grüne Hose, aber for sure. Also die ist ja ultra grün, die Hose. Puh, boah, wir gehen mal Paris. Wir gehen mal Paris, Bro. Paris ist auch oft ein bisschen räudig. Gehen mal so ein bisschen außerhalb. Bro, ich weiß nicht, ob ich in Paris die falschen Sachen gesehen habe, aber ich fand Paris so scheiße, Digga. Ja, ein bisschen außerhalb, direkt am Louvre einfach. Chillig, Digga. Ja, ja, ist kein beliebter Spot. Da sind wir richtig an so einem richtig underrated Spot hier gerade. Der ist richtig low-key. Oh mein Gott, Digga. Digga, Bruder, ich such einfach nur ein Dixie-Klo, what the fuck. Oh mein Gott, Junge. Digga, sie macht kurz Selfie. Boah, hier sind wir gerade in der Hood. Weiß nicht, würde man so ein Dixie-Klo in so einen Park stellen? Ist das so ein Ding? Poggers, Subgifts. Ey, vielen, vielen Dank für die 5 Subgifts. Dickes, dickes, dickes Papa in den Chat, Jungs. Danke, Bro. Fehlt nur noch der Lambo, die Tats im Gesicht. Dann könnte es ein Montes-Stream sein, so oft wie du furzt. I'm sorry. Ich furze die ganze Zeit im Stream, jeden Stream, mehrmals. Man hört es noch nicht, meistens. Die heute waren ein bisschen unnötig laut. Bro. Ich check Donations gleich. Ich habe Angst, gespoilert zu werden. Diesen muted auch. Trotzdem danke. Boah. Feuer und Dixie-Klo, Digga. Ja, wir müssen mehr Hood denken, oder? Mal so Sao Paulo oder so. Mal nach Brasilien rein. Das ist auch nicht so Hood. Wir gehen mal so crazy irgendwo hin. Irgendwo hier.
Bruder, ich hätte das Gefühl, es gibt gleich irgend so einen obvious Spot, wo man ein Dixie-Klo bekommt. Und ich weiß nicht, wo. Boah, Las Vegas könnte Feuer sein, oder? Ich habe das Gefühl, Las Vegas könnte ich irgendwas mit Feuer finden. Ah, ist auch schon ein bisschen lucky, ne? Bro, wo ist in Las Vegas dieser Streifen da, oder was die den nennen? Ist das hier? Warte, MGM Grand ist doch dieses, ist doch ein krasses, oder? Ich glaube, hier ist es irgendwo. Ja, Mann. Boah, hier könnte auch Action Dixie-Klo sein, Mann. So unwahrscheinlich ist es nicht. Oder? Ich weiß nicht. Haben Amis Dixie-Klos? So random rumstehen? Auf korrekt? Wahrscheinlich nicht in Las Vegas, I'm not sure. Ganz kurz. Ja, Bro? Feuer, Feuer, ne? Ja, muss eine offene Flamme sein, würde ich sagen. Okay. Ja, aber das ist halt unmöglich. Ja, Digga, ist turbo schwer. Digga, am Tag macht keiner Feuer. Cooler Take. Also ich habe ein, zwei Strats gerade, die ich versuche, aber... Boah, das ist ein bisschen useless gerade, oder? Also ich meine, ich suche auch Loki nach Dixie-Klo, aber... Oh, das gibt mir gerade ein bisschen so Dixie-Klo-Vibes hier. Das ist eins von Dixie, Bro, sag ich. Lass mal noch ein Stück weiter. Boah, ich würde noch mal gerne so eine save grüne Hose finden. So eine, die so dumm safe ist. Boah, das hier ist, oh mein Gott, das ist wirklich eins für Dixie hier. Bro, hier irgendwo ein Dixie. Komm schon, Digga. Okay, 10 Minuten noch, Chat, 10 Minuten noch. Digga, what the fuck, Bro? Kühlschrank, Digga, danke für die 100 Euro, Junge. Heilige Scheiße. Enjoy dein Content so sehr, absolut krass, der Shit. Ey, Bro, what the fuck? Vielen Dank, mein Bruder. Heilige Scheiße, Mann. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit, Bruder. Viel Liebe in den Chat, Jungs, für Kühlschrank, Mann. Kuss. Danke, Mann. Ich weiß, es ist schon spät. Oh mein Gott, wir wollten Kakteen reinnehmen. Ich hätte welche, Digga. Oh mein Gott. Und Dani auch nochmal mit 10 Subgifts hinterher geschallert, Junge. Vielen Dank, Mann. An euch beide. Knall doch nochmal, knüppel doch nochmal ein aktives Papa L dazwischen vorne. Danke, Mann. Vielen Dank für den Support, Bro. Holy shit. Das ist crazy, man. Das ist crazy, guys. Das ist crazy. Ich werde nie wissen, wie man auf eine 100-Euro-Donation so reactet, dass es eine 100-Euro-Donation worth ist. Aber Real Talk, das geht, glaube ich, auch gar nicht. Ich bin fertig. Oh mein Gott. Okay. Alright, dann Endgame. Ich mache Endgame und wir gehen durch, ja? Oder ich hoffe, das passt, Digga. Okay. Ja, wenn du sagst. Okay, wir gehen jetzt durch. Alright, das hier, genau, pass auf, ist folgendermaßen. Aber wie geht das nochmal? Wir konnten irgendwo bestätigen. Das ist deiner, ne? Dein Krankenwagen. Ja. In dem Auto Accept. Wo bestätigt man nochmal? Ich glaube, Next steht unten, oder? Ja, ich glaube. Ich glaube einfach also, Next. Der passt. Ja, der zählt auf jeden Fall. Der zählt auf jeden Fall. Das war meiner.
Ja, passt. Zählt auch? Dixi-Klo. Boah, mein Gott! Wo hast war du Dixi-Klo das? Nicht? Nein, ich hab's nicht gefunden, Bro. Wo war das? Was? Okay, dann habe ich gewonnen, glaube ich. Wo war das? Das war, glaube ich, in... Paris, ist das Paris? Paris, ja. Oh mein Gott, Bro, stark. Ich hab's nicht gefunden, die ganze Zeit gesucht. Aber das Zählen ist Dixi-Klo, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, grüne Hose. Ja, die ist so lime green, I guess. Würde ich zählen lassen. Wenn, also, meine ist auch so ein bisschen off, aber ich denke, es zählt auch. Also, ja, doch, ist grün. Also, ich sehe da türkis. Hund? Digga, was ist das für ein goofies Hund, ja. Das ist meiner. Das sind zwei Hunde. Ja, zählt trotzdem. Nee. Feuer. Zählt das ja auch noch rein. Oh mein Gott. Oder da habe ich ja keine Ahnung, ob es zählt oder nicht. Boah, ich hab das Einzige, was ich gefunden habe. Alter, ist das Feuer? Ja, ist, halt, also ist auf jeden Fall Feuer, aber die Frage ist, ob das Glut ist oder Feuer. Alter, würde ich zählen lassen. Alter Schwede. Bruder, wie hast du denn das gefunden? Bruder, keiner. Digga, ich dachte zuerst so an da, wo Reef gerade ist. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Vietnam oder so. Da bin ich irgendwie auf. Thailand, Bro. Ja. Keine Ahnung, da bin ich irgendwie auf Inseln gekommen. Ja. Und jetzt bin ich irgendwo in den Philippinen in irgendeiner Insel, Digga. Alter, okay, das ist krass. What the fuck, okay. Ist das dein rotes Haus? Rotes Haus ist das? Ah ja, das ist mein rotes Haus, Ja, ich wusste nicht ganz. Ich habe das erstmal genommen, weil ich kein besseres. Da ist doch links ist. Ah nee, das ist so Hälfte. Egal, links, das ist ein rotes Haus, habe ich gleich gesehen. Das hier mal, also ich weiß nicht, ob ich das selber gerade sehen. Ja, also, du meinst das Brick House, oder? Ja, genau. Ja, genau, guck mal links, das ist ein rotes Haus. Ja, das meinte ich. Ach so. Das ist das, was ich meinte. Ja, klar. Ja, genau, alright. Okay, ja, das meinst. Das lebt bei mir nicht gerade. Digga, wo warst du, Bruder? In Narnia? Keine Ahnung, wo ich war. Ich weiß es nicht. Ich hab komplett random geklickt, Digga. Auf einmal kommt das. Digga, what the fuck, Bro? Digga, Bro, aber war in einem Studio Ghibli-Film kurz mal unterwegs. Digga, was ist das? Junge, Norden. Bruder, holy shit. Okay, gut. Ja, zählt auf jeden Fall. Das ist meine Lederratte, die ich hatte. Wo? Welche davon? Da ist so eine Oma. Ich glaube, du hast nicht den Zoom. Die mit den braunen Haaren? Ja, Bruder, die ist eins vor auseinanderfallen, Bro. Nee. Was? Also ich habe extra nach einer geguckt, die wirklich graue Haare, Sonne geht durch und sie brennt dann. Bruder, bei Gott, Bruder, die despawnt gleich. Ja, der 5-Minuten-Timer ist gleich vorbei. Bruder, meine, pass auf. Digga, wenn die Sonne scheint, die ist tot. Mach. Okay, warte, jetzt deine. Hier, das... Ich finde, meine sah älter aus. Bruder, meine hat graue Haare. Ja, aber... Meine muss unter Blöcke, Digga, damit die Sonne nicht durchgeht. Ja, okay, wir müssen echt mal chillen, Digga. Schön, ja, müssen wir. Sorry. Okay. Alright, weiter geht's. Dann habe ich hier so einen Rollstuhlfahrer. Ich glaube, da habe ich sowas gesagt wie W oder so. Das möchte ich nochmal kurz... Das war gemeint jetzt auf die Challenge gezogen. What the fuck? Aber Bro, das wäre sogar auch eine Oma gewesen, ne? Ich hätte hier 2 und 1 bekommen, Bro. Die hätte 2 und 1. Bruder, das ist so, kaufe 1, krieg 2, Junge. Das hätte ich hätte beides, ich hätte 2 Sachen abhaken können hier. Digga, wo ist das? London? Ja, London, Bro. Ich weiß gar nicht, wie heißt es nochmal hier? Ist Buckingham Palace oder so? Heißt es so? Ja, ne? Ja, da, wo der König wohnt. Ja. Alright, weiter geht's. Das meine? Boah, Bruder, Digga, du hast dieses Junge. Ich bin auf Krankenhaus einfach gegangen. Irgendwo smart, ja. Ist auf Sneaky, Digga. Das war Test einfach. Ah, ist okay. Oh mein Gott, Du hast gewonnen, ja. Digga, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier gewinne. Das ist krass. Boah. Ey, Bruder, ich sag ehrlich, du hast verdient gewonnen, Bruder. Du hast geownt, Mann. Soll ich dir ehrlich sagen? Ja. Bruder, mich macht es ein bisschen traurig, dass Fortnite nicht rankam und dass CSGO-Kiste nicht mehr rankam. Ja, aber wir können die CSGO-Kiste trotzdem aufmachen, einfach so. Alles oder nichts, nur die CSGO-Kiste. Nee, Digga, lass mal. Okay. Digga, Kevin? Oh mein Gott, das ist so. Ja, Bro? Doppelt oder nichts, wenn ich besser hab? Digga, das sind 500 Subs. Ja. Alter, oder, das wären 2K dann. Oh mein Gott. Bruder, weißt du was? Wir machen's. Machen wir es? Wir machen's. Digga. Doppelt oder nichts, eine Kiste, Digga. Okay. Wir machen's. Also, wenn ich lower bin,
Dann ist gar nichts. Einfach, wir haben einfach nur so gespielt. Und wenn du mehr hast, auch wenn es nur ein fucking Cent ist, es geht um den letzten Verkauf auf Steam. Wenn du ein Cent mehr hast, dann muss ich dir 500 Subs geben. Du pissst. Komm bitte, verkack komplett, Digga. Ey, wenn ich jetzt hier draufklicke, geht's dann direkt auf oder muss ich dann noch auf dieses Aufmachen-Symbol? Ich glaub schon, geht direkt los. Komm, mach jetzt. Alright. Die eine Kiste, Bro. Bitte wenigstens ein lilanes Item. Bitte wenigstens ein lilanes Item, come on. Digga, lila wäre so. Egal welche Farbe, ist ja scheiße einfach nur. Außer blau. Irgendwas Blaues, bitte. Alright, ich drück 3, 2, 1. Jetzt. Drück. Poggers, Subgifts. Ja, nein. Immerhin Lieder. Let's go. Alright. Mann, fuck. Schnell in Sub-Mode. Niemand darf spoilern. Ja, warte, ich mach. Warte. Ich mach auf. Alright. 3, 2, 1, go. Komm, bitte. Nein, ja! Oh mein Gott! Okay, mach dein Inventar auf, Bro. Okay, ich hab meine. Oh mein Gott! No shot! Wie viel hast du? Okay, wir fangen von hinten an. Sag erst deine letzte Centzahl. 9. Ich hab ne 0. Bruder, du musst es mehr Pump sagen. Nee, Bruder. Okay, was kommt danach? 2. Ich hab auch eine 2 dann. Okay, was steht vor dem Komma bei dir? 0. Ladies and Gentlemen! Ich hab die 4,20 5-7 Mischformen gezogen. Und damit geht das Ganze hier mit 0 aus. Aber, Hugo, Real Talk, es muss eine zweite Runde geben. Und Bruder, Real Talk, ich hatte Time of my Life, Digga, heute. Ich gifte dir auf korrekt 50 Subs. Nein, mach nicht. Nein, ich mach. Ich mach's. Nein. Du kannst dich nicht lebe mit einer, ich lebe dann mit einer Schande. Ist mir scheißegal, Bro. Es war wirklich awesome. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Alright, außerdem möchte ich, dass mal wieder ein Let's Hugo TV Video kommt auf dem YouTube-Channel. Du brauchst also Geld für den Cutter. Bro, es war wirklich awesome. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann droppt vielleicht bei Hugo auf dem Channel, vielleicht bei mir, vielleicht bei beiden einen Like, ein Abo, alright, und schaut bei beiden vorbei. Es war sehr geil, Hugo. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Real Talk. Ja, war geil. Real Talk, es war krass.